Ja, einen wunderschönen guten Abend. Nachdem ich jetzt wieder ein ordentliches Mikrofon habe und mich alle gut verstehen, wünsche ich alle Wissenssucher herzlich willkommen zum 22. deutschsprachigen Wissenssucher-Workshop. Ja, natürlich, meine Katze will sofort mitreden, ja. Begrüße ich alle recht herzlich. Heute ist meines Wissens noch keine Schulung gewesen. Auch habe ich in den letzten Tagen die aktuellen Geschehnisse nicht so mitverfolgen können. Wir sind mit unserer Plasma-Akademie frisch übersiedelt und da bei diesem Umzug ist jede Menge Arbeit angestanden und auch jetzt das nächste ROM-Event ist, da fahren wir morgen schon, begeben wir uns morgen schon auf die Reise nach Rom, gell? Und deswegen Rainer, Richard, Mario wird wahrscheinlich auch unten sein, gell? Die Bühne gehört noch am Donnerstag euch. Ja, soweit von mir. Und wenn irgendwer was sagen will, irgendwas vortragen will oder so, bitte raise hand, dann hole ich ihn in die Bändeliste und wenn er sein Statement abgegeben hat, dann tun wir ihn aus organisatorischen Gründen wieder zurück in die Viewers-Liste. Danke. Steht bei dir nur Viewers, ja? Ja. Dann kannst du mal ein Update machen. Also bei mir ist, ich habe gestern oder vorgestern mal ein Update gemacht und da ist jetzt alles auf Deutsch. Aha. Das ist ja eine klasse Information. Ich hatte nämlich eine E-Mail bekommen von einer Dame, die gesagt hatte, es sollte auch bitte, wir sollen doch bitte mal Zoom ins Deutsch übersetzen. Aber das haben die dann anscheinend telepathisch auch mitbekommen und haben das jetzt tatsächlich ins Deutsch übersetzt. Ja, ich war auch ein bisschen offline die letzte Zeit, den letzten Workshop nachbearbeiten, den nächsten Workshop vorbereiten. Insofern auch ich kann jetzt nicht sagen, was aktueller Stand ist. Wie sieht es denn an der Generatorentwicklungsseite aus? Gibt es da was Neues? Weiß da jemand was? Also von mir aus leider nein, gell? Wir haben da die verschiedensten Setups versucht, gell? Wir haben auch Frank aus Frankfurt war gestern bei uns zu Besuch, gell? Ich weiß nicht, ich sehe ihn gar nicht, da ist er da. Nein, ich sehe ihn nicht. Und der hat sich unsere Plasma-Akademie angeschaut und wir haben auch die Lösung, die was er letztens mit der Ingrid diskutiert hat, mit der Kaskadierung, mit der Gegenverpolung von zwei Markgraphs. Dieses Setup haben wir aufgebaut, aber auch da hat es leider diesen Effekt nicht gegeben. Also ich weiß nicht, woran es gelegen ist. Wir haben aber auch nicht wirklich so viel Zeit gehabt, dass wir intensive Versuche gemacht haben. Sind das, wie waren denn die Kabel? Die Kabel, die ihr da verwendet habt, sind die alle nano gecoated? Die sollten eigentlich schon nano-gecoated sein, weil wir sind direkt von einem Markgraph auf den nächsten Markgraph draufgefahren, gell? Und diese Markgraphs, die sind eigentlich schon länger in Betrieb gewesen, ja. Okay, aha. Und was für Lasten habt ihr dran? Irgendjemand hat neulich gesagt, es scheint von Vorteil zu sein, wenn man erst so einen kleinen Ventilator anmacht, so wie die in Arizona auch.
Ja, wir haben die erste Last, oder auch das habe ich versucht. Die erste Last ist gewesen, ist drei Ladegeräte für Akkumulatoren, also für einen kleinen Handstaubsauger und zwei für Akkuschrauber. Die haben wir als erste Last angehängt. Die zweite Last ist dann der Computer gewesen. Und die dritte Last war dann eine Flex, eine Winkelschleifer mit insgesamt 700 Watt. Und wir haben das vorher ausgetestet, wie viel sie original ziehen. Ne? Aber weiter ist wie auf 500 Watt, sind wir nicht runtergekommen. Mit bei alle Geräte. Was die Anzeige angezeigt hat. Also eine Einsparung hat es schon gegeben, sie war nicht so hoch. Ja, so ist es, ja. Aber der Frank hat gesagt, bei der Flex oder so, das sind unterschiedliche Leistungen. Da steht zwar oben da 700 Watt Leistungsaufnahme, ja, aber das ist zum Beispiel nur, wenn sie unter Volllast steht oder so. Und nachdem sie aber nur im Leerlauf gelaufen ist, gell, und weil das auch ein Flex ist, ein Bürstenmotor, gell, sind da die Leistungsangaben nicht so genau. Na gut, aber ihr habt es ja vorher gemessen und dann nachher. Ja, eben, ja. Aber da ist nicht viel was Unterschied gewesen. Da waren ca. 15, 20 Watt. Ich habe mich heute auch ein bisschen theoretisch mit diesem Thema beschäftigt und ein kleines Dokument zusammengestellt, weil mittlerweile sind mehrere Schaltvarianten aufgetaucht, unter anderem eine, die dann über den Armen gepostet worden ist. Und ja, ich könnte da was dazu sagen, was da zeigen. Ja, bitte, das Mikro gehört dir. Ich würde gerne den Bildschirm sharen und Shoda, müsstest du da mal rausgehen. Wow, jetzt ist es interessant, weil ich sehe gerade die PDF nicht. Mal sehen, ob ich das irgendwie... ich weiß jetzt nicht, seht ihr jetzt den Text Infinity Loop Schaltung? Nein. Wir sehen nur das Fenster oder das, was offen ist. Na, du musst vorher das Bild oder die Datei vorher aufmachen und dann share. Ich habe diese PDF offen und ich kann aber, wenn ich dann eben Share Screen mache, kann ich sie nicht sehen. Also ich sehe andere Fenster, die ich habe. Jetzt habe ich es, okay. Da geht es ein bisschen nach unten auch, gell? Ja, es waren noch welche irgendwie schon unten drunter. Gut, also ich habe hier so ein kleines Dokument zusammengeschrieben, wo ich die wichtigsten Daten erstmal gesammelt habe. Was ist es? Ich habe also dem Thema auch einen Namen gegeben, weil es schien mir wichtig zu sein, da zu betrachten, dass es eben diesen Unendlichkeitsloop darstellen soll. Und hier sieht man eben, dass eben schon im 134. Workshop hat der Armin eben dieser was gezeigt, ohne das in der Funktion zu zeigen. Hier in dem Dokument sind dann die Links direkt zu den Videos. Und eben im 135. wurde das ja dann eben gezeigt mit dieser Gruppe in Arizona. Und abends haben wir dann ja hier schon drüber gesprochen. Dabei hat ja der Frank dann eben diese Handskizze gemacht. Ich habe dazu einfach nochmal eine elektronische Skizze dazu gemacht. Kurz darauf am Wochenende hat der Thomas seine eigenen Versuche angestellt. Und ich habe das ein bisschen später gesehen, so Mitternacht, und habe gesagt,
habe ihm dann geschrieben, also er sollte das Video wieder rausnehmen, weil er hat hier einen Adapter vorgestellt in der Hand, der wirklich tödlich sein kann. Weil wenn ich einen von den Stecker ins Netz einstecke, habe ich hier an den Stiften von dem anderen Stecker sofort volle Spannung drauf. Er hat mir dann auch geschrieben, ja, er hätte auch eine gewischt gekriegt. Ja, es ist also da nicht so einfach. Man muss also wissen, was man tut, wenn man es zusammenschaltet. Das heißt, eigentlich sollte man das direkt in den Steckern und in der Kupplung zusammenschalten, so wie ich jetzt hier eine Handskizze gemacht habe. Dann kann nichts passieren, zu keinem Zeitpunkt, weil dann immer alle Kontakte, die stromfrei sind, beziehungsweise an den Stiften keine Spannung anliegt. Ja, es gibt dann in Facebook, hat einer mit dem Namen Helmut Estes, also eine Skizze gezeigt, wo er versucht darzustellen, wie er sich das vorstellt. Und zwar ist seine Vorstellung, dass sozusagen die Markgraphs nur von der Richtung, wie sie eben ja in der Phase durchgeschaltet werden, gedreht werden, also eine normal und der andere umgekehrt und der Neutralleiter bleibt so, wie er vorhanden ist. Ich denke, dass das keine große Auswirkung hat. Und dann kam eben die Skizze von dem Ibrahim Yildirim und der hatte eben ja, die Bilder sich hergenommen und hat dann eben zwei Verschaltungsvarianten dargestellt, die obere und eben eine zweite hier unten drunter. Und der Armen hatte gemeint, dass die obere stimmen würde. Jetzt habe ich mir die obere halt auch genau angesehen und habe natürlich gesagt, ja, okay, ich sehe, dass es könnte sein, weil ich weiß nicht, ob man es so bemerkt hat, in diesem kleinen Video, wo diese ganze Szene gezeigt wird, wird ja zuerst eben wird einfach über eine Mehrfachsteckdose gezeigt, was die einzelnen Geräte sozusagen an Last bringen und dass die dann im Endeffekt 1160 Watt etwa Leistung verbraten. Und dann steckt man eben die ganze Sache um und wer das genau gesehen hat, der weiß, dass dann am Anfang wird versucht, diesen ganz kleinen Lüfter in Betrieb zu nehmen und der geht erst nicht. Aber obwohl kein Gerät geht, zeigt das Messgerät 119 Watt Energieverbrauch an. Da habe ich mich gefragt, was verbraucht dann jetzt in dem Moment Energie, obwohl nichts eingeschaltet ist. Und dann haben sie eben an die Schalter an diesen Verlängerungskabeln gedrückt und haben damit den Stromkreis wieder eingeschaltet. Und dann begann halt das Spiel, dass eben je mehr Last draufgegeben wird, umso ja, mehr hat sich das reduziert, beziehungsweise ja, es ging dann wieder auf und runter. Und aber man konnte dann zum Schluss eine deutliche Reduzierung feststellen. So, jetzt diese erste Skizze, die hier gezeichnet worden ist, wie sieht die in meinen Augen aus? Und ich habe das einfach wieder umgezeichnet, eben in die klassische Zeichnungsweise und sehe dann konkret, dass eigentlich bei dieser Verschaltung die Markgraphs wie Verbraucher am Stromkreis angeschlossen sind. Das heißt, in die Markgraphs geht eben die Phase da hinein. Ich kürze immer diese drei Stackers eben mit einer Induktivität ab. Elektrisch gesehen ist es einfach eine Induktivität. Und parallel dazu ist eben in der Regel in der Original-Markgraph zumindest eben sind vier Plasmakondensatoren geschaltet. Und dann sehe ich halt in den Original, dass am Ausgang nochmal vier Plasmakondensatoren zum Neutralleiter geschaltet sind. Durch die Verdrahtung, wie sie in der ersten Skizze oben gezeigt worden ist, wird aber de facto sozusagen die Spule direkt durchgeschaltet zum Neutralleiter. Damit ist die Spule sozusagen der Verbraucher. Das Gleiche gilt für die zweite Markgraph-Unit. Und das würde zwar erklären, dass dann eben ein Stromfluss zustande kommt, hier drüber direkt. Aber wenn ich jetzt die Markgraph-Unit, die ich bei mir im Test habe, nehmen würde, wird bei mir die Sicherung sofort herausfliegen, weil ich habe zwischen diesen beiden Enden der Markgraph-Einheit nur einen ohmschen Widerstandswert von 2 Ohm. Und das wird also
schon nur bei 110 Volt wird eine Magraph-Unit 6000 Watt Energie verbrauchen und zwei damit eben 12 Kilowatt Energie. Das ist natürlich viel zu viel für eine Sicherung. Selbst die 6 Kilowatt sind schon zu viel für eine Sicherung. Dann gibt es halt diese zweite Skizze, die darunter gemacht worden ist und wo also der Stecker von der einen Magraph-Unit eben ins Netz eingeschlossen wird. Und dann wird es halt mit der zweiten verbunden und von da geht es dann eben zu dieser Steckdose, an der die Verbraucher sind. Wenn ich dieses jetzt zeichne, dann sieht es sehr ähnlich aus. Darf ich die kurz unterbrechen? Geh noch einmal hinter auf zum zweiten Setup. Genau dieses Setup haben wir versucht, Vormittag versucht und Nachmittag, wie der Frank gekommen ist, haben wir das noch einmal versucht, aber das hat nichts gebracht. Ja. Ich wollte ja jetzt erstmal nur sagen, dass dieses zweite Setup sehr ähnlich ist dem, was der Frank schon eben letzten Donnerstag uns aufgemalt hat. Der einzige Unterschied ist, dass eben bei dem Setup, das der Frank aufgemalt hat, die Lasten zwischen den Magraphs gezeichnet worden sind. Und so wie hier oben die Skizze gezeichnet worden ist, sind die Lasten hinter der zweiten. Der Unterschied ist eben, dass die Verbindung von der Last anders ist. Aber hier sind die Magraphs sozusagen auch über Kreuz geschaltet. Das heißt, die erste Magraph läuft eben die Spulen durch die Phasen. Und bei der zweiten Magraph läuft sozusagen der damals festgelegte Nullleiter durch die, da läuft die Phase durch. Und auf dem Stromrückweg läuft sozusagen der Strom über die Spulen der zweiten Magraph-Unit dann eben zum Neutralleiter zurück. Das ist erstmal nur die Feststellung. Für mich ist ganz klar, und das ist, glaube ich, etwas, was man immer im Hinterkopf haben muss, eine Funktionalität bei dieser Verschaltung kann es nur geben, wenn die Magraphs per se funktionsfähig sind. Und das ist so ein Punkt, wo ich sage, da kenne ich jetzt noch nicht viele, die da funktionsfähig sind. Nicht, dass ich nicht glaube, dass es geht. Ich sehe es, ich weiß es, dass es geht, aber noch sehe ich nicht viele. Und dann gab es eben noch weiterhin noch ein paar Bilder, die auch dann über den Facebook-Account von Armen gepostet worden sind, wo also einer hier einen Stecker und eine Kupplung zeigt. Und er zeigt dann eben dann zwei Kabel, die er dann hier verdrillt. Und hier dann da anschließt und irgendwie soll das irgendwie wohl zeigen, dass man hier auch eine Überkreuzung der Verschaltung macht. Aber so wie ich die ganze Sache hier beurteile, ist das nicht sehr sinnvoll, weil er benutzt praktisch zwei Kabel, die jeweils drei Pole haben, mit eben diesen Adern blau, gelb-grün und braun. Und verschaltet, wie wir hier sehen, den gelb-grünen und den blauen zusammen, jeweils von dem einen Kabel, und nimmt dann von dem Gegenkabel den braunen und verdrillt den mit dem Gegenkabel jeweils von dem braunen. Und das führt eigentlich zu gar nichts Besonderem, außer dass sozusagen, weil das hier sind sozusagen, jetzt ist die eine Phase und das ist der Nullleiter. Und ob ich jetzt den Strom hier rüber laufen lasse oder hier rüber laufen lasse, kommt im Grunde aufs Gleiche raus. Also hier ist der Sinn aus meiner Sicht völlig daneben, was das irgendwie sagen soll. Ja, wie gesagt, ich sehe es mal so, dass die Grundvoraussetzung, dass hier ein Effekt auftritt, ist, dass eben die beiden Magraphs in irgendeiner Form funktionieren. Und da ist für mich halt jetzt spannend, wie kann ich das herausfinden? Also ich selber habe ja auch eine original Magraph-Unit von jemandem bekommen. Also die hat er mir gebracht und hat mich gebeten, da hineinzuschauen, weil die wurde halt 3 Wochen lang eben in Betrieb genommen, nach den Regeln, wie die es damals im Januar, Februar gab. Sie wurde dann 4 Wochen im Netz betrieben und es wurde keinerlei Reduzierung festgestellt.
Wir haben die Einheit dann eben aufgebrochen, gewaltsam, und haben hineingesehen. Und ich habe festgestellt, dass die also vollkommen den Plänen entspricht. Und gesagt, okay, also ich kann da nicht sagen, dass die irgendwie anders wäre, als es sein sollte. Wie hat denn das Coating ausgesehen innen? So, von dem, was man da jetzt so sehen konnte, sah es ganz gut aus. Und ich habe dann aber überlegt, okay, was machen wir jetzt da damit? Und ich hatte ja dann eben eine Vermutung, dass eventuell doch irgendwie noch Probleme drin sind. Man hat ja zu der Zeit gehört, dass einige eben Probleme hatten, irgendwelche Effekte festzustellen. Und ich hatte halt von meinen Gedanken her die Idee, ob nicht die beiden Spulen, die ineinander gelegt sind, irgendwo eine Verbindung haben. Weil wir wissen, oder sagen wir, ich sage mal, fast alle bauen ja die Einheit so auf, dass sie eben die Spulen wickeln, dann stecken sie sie ineinander, ziehen den inneren Draht auch durch, verdrillen die da wunderschön und dann entweder Feuercoaten oder Acousticcoaten und dann geht es halt so weiter. Bei diesem Prozess und in der Fabrik wird es offensichtlich mit Feuercoaten gemacht, so wie ich das jetzt dann bei dieser Macroff-Unit sehen kann. Und also gut. Wir haben auf jeden Fall, ein paar Wochen später hat der Besitzer mir erlaubt, dass ich die Anlage weiter zerlegen darf. Was wir dann eben gemacht haben, wir haben das gefilmt und wir haben dann eben feststellen können, wie jetzt die Spulen, die ineinander gesteckt sind, sich da zueinander verhalten. Ich habe ja dann danach ein kleines Videodraht draus gemacht und wir haben praktisch festgestellt, dass von diesen 6 Spulenpaaren 5 Stück einen Kurzschluss innen drin haben und bei einem Spulenpaar, da kann man sagen, 1 Megaohm, das würde ich noch akzeptieren. Diese Situation habe ich dann dem Rainer gemailt und er hat am gleichen Tag mit dem Herrn Kesche und mir ein Zoom-Meeting gemacht und wir haben das besprochen, die Situation. Und im Resümee hat der Herr Kesche halt mir erklärt, ja, das wird sich vielleicht von alleine wieder geben, kann ich nicht dagegen sprechen und so weiter. Auf jeden Fall habe ich ihn gefragt, ob ich das veröffentlichen darf. Das habe ich dann, hat er mir zugestimmt und ich habe dann ein kleines Video draus gedreht und habe es dann eben in unserem YouTube-Kanal veröffentlicht und auch eben in Facebook mal gepostet. Ja, wie ging es dann weiter? Oder? Ich hätte noch eine Zwischenfrage, und zwar, wie misst du, wenn du, dass du sagst, dass, wie misst du das, oder dass fünf Stecker oder 2 von 3 Steckern nicht funktionieren? Wie hast du das gemessen? Wir haben an dieser originalen Macroff-Unit ganz vorsichtig alle Enden der Spulen auseinandergenommen, also auseinandergedrillt wieder. Und damit habe ich sozusagen jedes Ende von jeder Spule, jede Spule ist isoliert und ich kann dann zwischen den Enden von den Spulen einfach den Widerstand messen. Und wenn die Coating-Schicht 100%ig wäre, wissen wir, dass dann eben das isolierend wirkt. Es gäbe keinen Übergang zwischen den beiden Spulenenden. Wenn eben da ein Übergang gemessen werden kann, besteht irgendwo an irgendeiner Stelle oder an mehreren Stellen, das weiß man dann auch noch nicht, einfach eine Verbindung zwischen der inneren Spule und der Spule, die da drüber ist. Ganz einfache ohmsche Widerstandsmessung. Erwartet hätte ich, dass eben ein sehr hoher Widerstand oder keine Verbindung da ist, was in der Praxis nicht da war. Hast du optisch auch einen Unterschied gesehen vom Coating her, die inneren und die äußeren Spulen? Ja, das ist jetzt die Frage, wo ich hier vorher schon so ein bisschen drauf gewartet habe. Und zwar, um das Ganze zu zerlegen, habe ich ja dann, sagen wir so, wir haben das erstmal so nur geöffnet, damit wir eben das messen konnten. Wir wollten also nicht, dass es das auseinanderreißen lässt, sondern erstmal nur messen. Nachdem die Messung gezeigt hat, ja, wir haben hier Kurzschlüsse, habe ich halt jetzt überlegt, wie geht's weiter. Und nach einigen Tagen habe ich halt mich entschlossen,
ich würde das gerne reparieren. Ich möchte gerne da eine Unit zusammen haben, die keine Verbindung mehr hat zwischen denen. Dazu musste ich natürlich alle Spulen wieder auseinandernehmen. Und da war halt bemerkenswert, was eigentlich auch für mich ziemlich logisch ist für das Feuercoden, dass der innere Draht, der also im Innersten dieser Spulen ist, dieser zwei übereinander liegenden Spulen, dass der stellenweise nur sehr unregelmäßig und gar nicht gecodet ist, weil ja in diesem Bereich ja die Flamme am wenigsten hinkommt und man schon gar nicht beurteilen kann, ob da eben auch diese Beschichtung stattfinden kann. Das ist ganz normal eigentlich aus meiner Sicht. Man müsste dann schon eine sehr, sehr, sehr hohe Qualität machen bei den Feuercoden mit eben entsprechenden Experimenten. Wie lange muss ich da dran gehen, damit es bis zu diesem inneren Draht hin wirklich hundertprozentig dann durchläuft? Also der innere Draht, der zeigt definitiv Schwachstellen. Ich habe eben auch dann Dokumente darüber erstellt und habe das dann auch mit Bildern belegt, was man dann da so sehen kann. Gut. Also Resümee war letztendlich, ich habe mich entschlossen, die MagRAV-Unit zu reparieren. Ja, wie mache ich das? Den einzigen Weg, den ich also gesehen habe, ist tatsächlich diese inneren Spulen zu isolieren gegenüber den äußeren. Und das probateste Mittel, das temperaturbeständig, das sehr, sehr, sehr dünn ist, ist ein Teflonband. Das Teflonband, wie man es eben in der Sanitärbranche für Gas- und Wasserinstallationen herkennt. Das ist flexibel genug, das ist stabil genug, das ist hochtemperaturfest. Also wenn die Unit heiß werden würde, würde da nichts wegschmelzen oder irgendwas. Also habe ich eben die inneren Spulen mit dem Teflonband umwickelt, habe den inneren Draht mit einem Silikonschlauch überzogen, sodass es nirgendwo eine Verbindung geben kann. Dann habe ich sie wieder ineinander gesteckt, habe nochmals gemessen, habe also immer, bevor ich jetzt irgendwas wieder zusammengedreht habe, habe ich erstmal gemessen, ob dann eine Verbindung zwischen den äußeren und den inneren Spulen vorhanden ist. Und letztendlich habe ich dafür gesorgt, aus meiner Sicht, dass da nirgendwo mehr ein Kurzschluss ist. Und seit 2. April habe ich diese Einheit dann wieder, oder habe ich die bei mir im Hause in Betrieb genommen und beobachte halt, was da passiert. Toni, genau, ein Bild von denen habe ich schon gesehen im Internet, wie du das gemacht hast, aber muss ich dir ehrlich sagen, das würde ich auf keinen Fall machen. Mit einem Teflonband oder mit was auch immer. Gell? Ja, und zwar, wenn du jetzt sagst, oder das gebe ich dir recht, dass zum Beispiel beim Feuercoating-Prozess ein Unterschied ist, wenn ich die äußere Spule mit der Spitze vom Gasbrenner, mit der blauen Spitze vom Gasbrenner dort berühre, dass ich in der inneren Spule einen Unterschied, eine andere Temperatur habe. Das passiert aber hauptsächlich nur, wenn du jetzt zum Beispiel oder die Spule, so wie du sie wickelst und dann den Bogen machst und dann die Verbindungen machst. Gell? Ich in meinem Fall, ich dehne die Spulen etwas. Das heißt, ich habe einen größeren Spulendurchmesser. Gell? Ich dehne die äußere Spule, den 144er Spulenkreis auf 35 cm und den inneren Spulenkreis auf 25. Wenn ich jetzt da dann einen Bogen mache und die Spulen dann an den Enden so verbinde, dann sind da so größere Lücken drinnen, und dort erreiche ich bei der inneren Spule, bei der magnetischen Spule, genauso eine gute Feuercoating, ein gutes Feuercoating ist wie normal. Eventuell, ich habe in die letzten 5, 6 MagRAVs habe ich
Versuch gestartet, wie es ist, wenn ich die Spule optimal auf Temperatur bringe, sodass sie schön schwarz ist und ich sie dann gleich in drei Sorten Liquid Plasma bzw. Ganzwasser tauche. Beim ersten Mal, beim Abschrecken, da springt fast die ganze Nanoschicht wieder ab. Wenn ich das aber 5-6 Mal wiederhole, dann ist die Nanoschicht wesentlich, wesentlich stabiler, so ist wie wenn ich das nicht mache. Ja? Und so kriege ich eigentlich eine relativ gute und stabile Nanoschicht. Und wir messen den Widerstand allerdings nicht pro Stecker alleine, ja, sondern ich habe mehrfach gemessen, ja, und wir sind da immer im unendlichen Bereich des Widerstandes gewesen auf alle drei Stecker. Ja. Also so viel von meinen Erfahrungen. Ja, ich schläge ja nur da, was ich jetzt eben an der originalen Makraf-Unit erfahren habe. Nichts weiter. Ich habe das jetzt nur als Einwand gebraucht, aber wenn das jetzt oder zum Beispiel in den Teaching oder so drinnen ist, dann machen das sehr viele Leute wieder nach und wir reden hier von Feldern, ja, und dieses freie Plasma, das wird aus der Umgebung, aus der Luft, aus dem Quantenfeld gezogen. Und wenn ich da jetzt so eine Teflon-Beschichtung oder so drüber mache, nachher kann ich mir vorstellen, oder dass ich wahrscheinlich gar keine Felder mehr aufbaue. Also für mein Verständnis für Plasma ist das eher hinderlich. Ja, das weiß ich ja nicht, sondern ich sah halt keine andere Möglichkeit, die Spulen gegeneinander optimal zu isolieren, als eben eine Isolierschicht aufzubringen. Und mit irgendwas muss ich das probieren. Ich habe ja auch aus meiner Sicht jetzt mit dieser Einheit noch keinen Nachweis, dass es jetzt funktioniert. Darf ich fragen? Ja? Hört man mich? Hallo, ich bin Grieber. Ihr kennt mich ja wahrscheinlich so am Rande. Und Toni, ich habe eine direkte Frage an dich. Da du von gesprochen hast mit dem Teflonband. Also, ich hatte sowas schon vor, dass die innere Spule separiert ist von der äußeren. Denn die wirken ja als Supraleiter, die Spulen. Und jetzt, wenn die zu nah aneinander dran sind, dann kann es ja sein, dass die von den Schwingungen her kurz geschlossen werden. Und wenn ich die jetzt isoliere, dass ich dementsprechend eine bessere Schwingung habe. Und jetzt die Frage an dich, hast du schon hinsichtlich Spannung schon was gemessen, ist da ein Unterschied? Ich weiß jetzt nicht, was ich da messen sollte, könnte. Denn das war ja so, 40 Millivolt hatte man ja immer vom Tacho, vom Multimeter her. Und gibt es da jetzt einen Unterschied? Auf der Coating-Schicht oder wie meinst du das? Also wenn man jetzt in der Innenspule ist, also so wie ich gehört, hast du Teflonband in der Innenspule umwickelt. Ja. Und hast diese Innenspule dann in die Außenspule reingeschoben. Ja. Und jetzt, was man da jetzt für eine Spannung hat. Zwischen der Innen- und der Außenspule. Richtig. Oder wenn man das jetzt in Betrieb nimmt, ob es dort einen Spannungsunterschied gibt? Nee, da habe ich da nichts gemessen, also zu dem Zeitpunkt. Jetzt ist es ja so, dass eben die Spulen wieder alle miteinander verbunden sind, so wie es eben auch vorher war. Es ist eigentlich jetzt sozusagen das Gleiche wie vorher, außer dass halt die Spulen isoliert sind. Ja, denn das ist für mich ist das hochinteressant. Denn es kann auch sein, wenn man jetzt zum Beispiel die Innenspule isolierend in die Außenspule reinmacht und das Plasma ist ja, die Felder, magnetischen Felder sind ja überall wirkbar. Ob jetzt ein Plastik dazwischen ist, das ist dem Plasma eigentlich egal. Denn die arbeiten ja auf ihren Frequenzen. Also so sehe ich das. Und wenn man das jetzt isolierend drin hätte, so könnte ich
sage ich jetzt von mir, ja, kann es gut sein, dass man da eine andere Spannung rausholt. Ja, möglicherweise. Wobei ich natürlich sagen muss, wir haben auch etliche Experimente eben mit den kostisch beschichteten Platten und Spulen gemacht, weil ja da diese unterschiedlichen Potenziale auftreten. Wir wollten irgendwie dahinter kommen, was hat es damit auf sich, wie kann man sich das vorstellen. Dabei ist zumindest klar, wenn die Sache mal trocken ist, dann ist es vorbei mit irgendwelchen Potenzialen, dann ist es Stille. Vorher ist da tatsächlich sind da also Gleichspannungspotenziale und es treten sehr merkwürdige Effekte auf. Also wir haben da etliches in unserem YouTube-Kanal dann auch gefilmt, wo wir selber nicht wissen, was da eigentlich passiert ist. Ja, ich hatte die, wenn man sich die zwei Spulen vor Augen hat und die kleine Spule in die Außenspule steckt, also die eine in die andere. Und die Schwingen, ja, die nehmen die Schwingungen auf. Und durch dieses Schwingen, die schwingen ja mit, entsteht ja wie ein Schwingkreis oder beziehungsweise es bewegt sich was im Fluss. Und wenn jetzt sich dieses Bewegen gestört wird, wenn die einfach ineinander stecken, ohne dass was dazwischen ist, so kann es ja sein, dass ich dadurch ja Teile von den Frequenzen, die Spulen aufnehmen, dass ich die so quasi kurz schließe. Wie siehst du das? Ich sehe es jetzt noch pragmatisch. Ich habe das im Prinzip so gesehen. Es ist ja in den Blueprints ganz klar, dass eben der Strom durch die magnetische Spule links rumlaufen muss und durch die gravitative rechts rum, wenn ich mich nicht täusche. Und wenn ich jetzt eben in so eine die gravitative geht rechts rum und die magnetische geht links rum. Wenn ich jetzt und die Spulen haben ja die unterschiedlichen eben Richtungen, ne? Das heißt, es ist eben die äußere bei den originalen Magrafs immer eben die magnetische und die innere Spule immer die gravitative. Wenn ich jetzt irgendwo zwischendrin eine Verbindung habe, wechselt sozusagen sofort der Strom dann die Richtung und hat durch diese Verbindung innerhalb der Spule irgendwo von der inneren zur äußeren. Und dadurch gibt es natürlich ein ganz anderes Gewerbe sozusagen da drin in dem System. Die Wege gehen nicht so, wie sie angedacht waren, über die gesamten Windungen hinweg, sondern kürzen sich sozusagen ab, kommen dann in die äußere rein, kommen in die anderen Kreislauf rein und haben dort auch wieder solche verkürzten Wege. Und das war für mich so der Gedanke, dass das nicht optimal sein wird, wenn es so ist. Es hat auch der Herr Kescher erklärt. Er hat das in einem Teaching genau erklärt. Und eben in dem Video, das ich gedreht habe, habe ich auch diesen Ausschnitt ganz genau mit hineingeschnitten, damit man einfach weiß, wo der Herr Kescher das erklärt hat und worauf ich mich beziehe. Gibst du mir den Link oder die Info in den Chat? Oder ist das schon drin? Das habe ich akustisch nicht ganz verstanden. Nochmal. Ah, okay. Gibst du mir die Info von dem Video, sodass ich mir das angucken kann? Oder ist das schon aktuell in dem Chat? Nein. Ja, das Video, das habe ich gerade im Q&A-Bereich gepostet. Oder können wir das gemeinsam angucken? Ah, das würde ich jetzt nicht machen. Ich hätte auch noch ein anderes Thema heute. Okay. Also ich denke, das kann sich jeder mal angucken und in Ruhe mal zergehen lassen. Also Resümee für mich daraus ist, es ist vielleicht am Anfang wirklich ein Problem. Es könnte sein, dass eben die Magrafspulen sich wieder beschichten, selbst coden sozusagen. Und wenn das passiert und wenn es dann keine weiteren Erschütterungen oder auch Reibungen gibt, was eben in der K-Unit viel wahrscheinlicher dann wieder ist, könnte sein, dass sozusagen diese Kurzschlüsse sich auflösen im Laufe der Zeit. Das hat der Cash erklärt und dem stimme ich im Prinzip auch zu. Ich habe halt keine Erfahrung, wie lange sowas dauern würde. Also das halte ich für möglich. Aber wie gesagt, in dieser Unit, die ich jetzt hier habe, die isoliert ist,
Und die, ich habe die halt bei mir in meinem Hausnetz angeschlossen, auf eine Art und Weise, wo ich das konkret überwachen kann. Und ich habe jetzt für, ich glaube, 4, 5 Monate täglich meine Zählerstände abgelesen und habe einen Zähler, der Gesamthauszähler, ich habe einen Zwischenzähler, wie viel geht durch die Unit, also wie viel geht durch die Magraph-Unit in die Verbraucher, die dahinter sind. Und ich habe noch einen zweiten Zähler in meinen Zählerschrank eingebaut, der ist rückwärts rumgeschaltet. Das heißt, der würde registrieren, wenn Strom aus der Magraph-Unit in das Netz hineingeschoben werden würde. Und dieser Zähler zählt bei mir auch null. Deswegen bin ich eben daran interessiert, eine Methode zu finden, wie man feststellen kann, ob jetzt eine Magraph-Unit funktioniert. Und da hat ja der Frank aus Frankfurt, wie er sich nennt, da diesen Hinweis gegeben mit diesem Geiger-Müller-Zähler. Und das verfolge ich im Moment. Ich habe es ja das letzte Mal schon gesagt, ob man in der Lage wäre, mit Hilfe eines standardphysikalischen Messgerätes, in dem Fall Geiger-Müller-Zähler, zu ermitteln, ob und wie groß das Plasmafeld oder die Auswirkung von der Magraph-Unit in der Umgebung ist. Die Vorstellung, die ich dabei habe, ist ganz simpel, weil es wurde gesagt von dem Frank, man hätte irgendwo einen Geigerzähler oben über der Magraph-Unit platziert und festgestellt, dass eben die natürliche Radioaktivität sich also drastisch 40-50%, hat, soweit ich mich erinnere, hat er das gesagt, reduziert worden wäre dadurch. Ja, kann ich bestätigen. Und zwar, das ist der Versuch, oder der ist bei uns gemacht worden. Also bei uns liegt vor dem Magraph liegt ein Radioaktivitätsmesser, der permanent rund um die Uhr immer die Radioaktivität misst. Und wenn man mit denen in ungefähr eine Entfernung, also im Freien rausgeht, gehen die Werte um 70-80% automatisch hoch, als wie in der Nähe vom Magraph. Ja, wunderbar. Das heißt, wenn wir so ein Instrument haben, kann man aus meiner Sicht relativ schnell oder müsste man relativ schnell beurteilen können, ob jetzt eben eine Magraph-Unit per se so ein Feld aufbaut oder nicht. Und daraus könnte man halt dann rückschließen, okay, die ist jetzt geeignet für solche Tests wie diese Kreuzverschaltung mit dem Infinity-Loop oder sie ist es nicht geeignet oder sie hat tatsächlich irgendwie ein Problem innen drin. Das ist also mein Ziel, das zu qualifizieren. Ich habe zwischenzeitlich 2 Geiger-Müller-Zähler, wobei der eine jetzt nicht funktioniert oder nicht mehr funktioniert. Aber den möchte ich wieder funktionierend haben, weil mit dem kann ich die Zählungen digital auswerten. Und das ist so ein bisschen mein Hobby da, diese Erbsenzählerei, Statistik und so Zeug. Und der zweite, den ich habe, der ist aus Bundeswehrbeständen und der ist sozusagen praxistauglich für eben eine Situation, in der man nicht weiß, ist jetzt hier eine radioaktive Strahlung oder nicht. Aber ist nicht so geeignet, zumindest nicht ohne zusätzliche Ergänzung von mir, um das wirklich so zu qualifizieren. Und meine Idealvorstellung wäre jetzt eigentlich folgende. Man stellt sich vor, man hat jetzt auch mal in der Mitte von einem Raum, das muss jetzt kein physikalischer Raum sein, von, sagen wir, 4 Quadratmeter eben so eine Magraph-Unit stehen. Und jetzt bewegt man sich sozusagen mit dem Geiger-Müller-Zähler in der angemessenen Art und Weise über ein virtuelles Gitter, über diese ganzen 4-Meter-Raum und registriert sozusagen dann eben an den Stellen, an denen man anhält, was weiß ich, das kommt darauf an, was da die Praxis so zeigt, alle 10 Zentimeter, 20 Zentimeter, jeden halben Meter, wie da die natürliche radioaktive Strahlung ist. Und aus diesen Angaben könnte man so eine Art dreidimensionale Darstellung, Karte machen von dem Plasmafeld. Und wenn sowas geht, dann, oder wenn ich das mal ausprobiert habe und es geht, dann kann man wirklich über dann mehrere Erfahrungen halt sagen, okay, an der Magraph-Unit ist also eine deutliche Reduzierung der natürlichen Radioaktivität da. Bedeutet, funktioniert gut. Oder ich habe eine, ich sehe ja überhaupt gar keinen Unterschied. Irgendwas funktioniert nicht mit der Magraph, baut kein Feld auf.
Ja, genau. Und dann komme ich, okay, ich weiß nicht, ob ich das andere sagen soll. Ich bitte den Joe, hat der Joe an dich die Frage, hat der Frank mit dir darüber gesprochen, über das, was ich mit ihm besprochen hatte, wo es darum geht, über deine zweite Macraf-Unit? Soweit, na, eigentlich nicht. Gell? Also wir haben da nur kurz das Setup angeschaut und da hat er gesagt, ja, das war nur seine Idee, gell? Aber wir waren, so viel Zeit haben wir nicht gehabt. Er war ungefähr nur 1,5 Stunden bei uns da und da waren noch jede Menge andere Gesprächsstoff. Also wir haben eigentlich nur relativ kurz über dieses letzte Setup gesprochen und ja. Mehr eigentlich. Ja, okay, ich will es doch mal ansprechen. Und zwar als erstes, Joe, bist du der Erste und außer die Auswertung, die ich habe, die einzige qualifizierte, nachweisliche Auswertung mit Fakten in Form von Messwerten, bei denen nachgewiesen wird, dass also eine deutliche Reduzierung des Energieverbrauchs eben in einem Haushalt zustande kommt. Dafür mein tolles Lob und Hut ab. Ich habe mich natürlich gefragt, warum ist das beim Joe so? Warum hat kein anderer wirklich, sag mal, solche qualifizierten Werte gebracht? Natürlich liegt es daran, man hat es halt hier bei uns nicht. Wir hatten nur eine jährliche Stromablesung. Man muss selber den Aufwand treiben und muss eben Daten erfassen, um das darzustellen. Und die meisten interessiert es nicht so sehr, habe ich den Eindruck, sondern die sagen, oh, ich habe das Ding halt, es wird funktionieren und ich mache halt mal. Ne? Die werden halt sicherlich, wenn was dran ist, in einem Jahr das auch sehen. Wenn nicht, wenn sie halt sagen, okay, irgendwie sehe ich nichts. Gut, bei dir kann man es deutlich sehen. Du hast ja erst vor kurzem dann diese 40-Tage-Reduktion dir da gepostet und großartig. So. Jetzt, als letzte Woche Donnerstag diese Verschaltung gezeigt worden ist, die der Frank dann verbildlicht hat, ist mir sofort das Video eingefallen, wo du, Joe, erklärst, wie man einen Macraf aufbaut bei Roban 2.0 in dem YouTube-Kanal. Ja. Als ich das gesehen habe, und da hast du ja dann relativ am Anfang mit dem berührungslosen Spannungsmesser, bist du da über den Macraf gegangen und hast gesagt, ja, guckt mal hier, alles im Plasmabereich, keine elektromagnetische Vibration, wie du das immer so gerne ausdrückst. Und hier unten da an den Kondensatoren, da ist es noch, aber da oben an den Spulen ist nichts. Ich vermute Folgendes. Das ist ja dein zweiter Macraf. Okay. Ich vermute Folgendes. Nicht mein zweiter, das war die Nummer zwei, aber mittlerweile habe ich gerade ein neues Video, wo das bei drei Macrafs in Serie auch schon passiert ist. Gell? Ja, also, ja dann, ich weiß. Ich wollte jetzt erstmal darauf eingehen, dass auf meine Vermutung, warum bei dir das so wunderbar geklappt hat. Und zwar, dieses Messgerät ist da mit diesem berührungslosen Spannungsmesser. Ja, der misst elektromagnetische Wechselfelder, je nach Empfindlichkeit so ab 12 Volt oder erst ab 110 Volt und ist halt wirklich gedacht, um sozusagen berührungslos annäherungsweise schon zu sehen, wo ist dann jetzt hier ein Wechselfeld und wo ist keins. Was anderes misst er nicht. So, deine Rückschluss ist jetzt gewesen, dort, wo keine elektromagnetischen Felder sind, habe ich ein plasmatisches Feld. Kann sein, kann nicht sein. Will ich jetzt nicht da, will ich dahin, nicht dahin, will ich dahingestellt haben. Aber aus der Sicht des Ingenieurs, wie ich es halt einer bin, sehe ich jetzt Folgendes. Du hast in diesem Aufbau, wie er da gezeigt worden ist, die Macraf-Unit genau umgedreht angeschlossen. Ich sehe das daran, dass als du mit diesem Stift an die Kondensatoren gegangen bist, dass sie da angezeigt haben. Und das bedeutet, da ist ein elektromagnetisches Feld. Und das ist genau der normale Nullleiter, der hat jetzt bei dir angezeigt. Und aus dem Grund, weil das bei dir so ist. Ich weiß, auf was du jetzt raus willst. Gell? Also auch
ich bin auf diese Idee gekommen, da, Moment einmal, vielleicht ist der falsch gepolt. Nein, er ist richtig angeschlossen und da ist kein Fehler passiert. Und das Interessante ist, dieser Versuch haben wir noch in unserem alten Labor gemacht. Und seit wir übersiedelt sind und die Magraph-Units jetzt wieder in der gleichen Reihenfolge in der neuen Plasma-Akademie jetzt stehen. Witzigerweise, jetzt ist dieser, das Feld wieder da, also es ist wieder messbar, gell? Also deswegen. Ja, ich habe das gesehen auf dem neuesten Video. Nein, also, das habe ich noch gar nicht gepostet, dass ich jetzt wieder ein Feld habe, das habe ich. Ist das nicht da, wo die drei neuen Einheiten sind? Ja. Ja, das war noch im alten Privathaus, gell? Und aber jetzt in der vorgestern, das habe ich das wieder versucht, um es zu replizieren. Jetzt piepsen alle drei wieder. Okay, also ich sag mal so, meine Vermutung, ist es nur eine Vermutung, weil ich kann es ja nicht nachweisen, ist, weil du aus Versehen glücklicherweise zufällig die beiden Magraphs in deinem Haus unterschiedlich geschaltet hast, ist dieser Infinity-Loop zustande gekommen und damit diese enorme Einsparung gegenüber vielen anderen. Ist nur eine Vermutung. Ich sagte, ich kann es nicht nachweisen, aber sage ich mal so. Insofern auch nicht. Und zwar, weil ich das vorher nur mit einem auch gemacht habe und da auch war das Feld nicht messbar. Deswegen auch nichts mit Infinity Loop. Ich weiß schon noch, was du auswählst, ja, aber diese Fehlerquelle habe ich ausgeschlossen. Okay, dann, wenn du dann mal Ruhe und Zeit hast, geh nochmal an die drei neuen Einheiten dran. Und wo du ja jetzt auch gezeigt hast, dass sozusagen dort, wo die Spulen sind, keine Felder sind, praktisch keine elektromagnetischen Felder sind. Ne? So habe ich das so richtig verstanden. Ja. Ja, geh einfach, und du hast jetzt gesagt, du hast die in Kaskade geschaltet. Das heißt, du hast den Stecker, der eine Stecker steckt in der Wand, in der Steckdose, dann an der Kupplung steckt dann der andere und so weiter und so weiter. Ne? Ja, genau so, ja. Ja, in einer stillen Minute geh einfach mal hin und nimm den Stecker aus der Wandsteckdose raus, dreh ihn um 180 Grad und steck ihn wieder rein und mach nochmal die Messung. Sollte dann immer noch keine Vibration auf den Spulen sein, dann habe ich mich getäuscht. Ah, ja, das wäre auf jeden Fall nochmal zum Prüfen. Allerdings müssen wir jetzt wieder warten, oder bis die wieder kein Feld mehr haben. Gell? Also momentan piepsen alle drei, gell? Ach, die drei? Ja. Aha, ich habe jetzt gedacht, nur die eine Einheit, die da im Hintergrund. Nein. Das im Video vom Roban 2.0, das ist der zweite Magraph gewesen. Ja. Und den haben wir mittlerweile umfunktioniert zum Generator. Also dieser Magraph, der existiert in dieser Form nicht mehr, so wie wir das gewesen ist. Und bei den dreien, da muss ich, ja, wie gesagt, oder das kann ich erst nächste Woche wieder prüfen, oder weil wir sind ab morgen, oder sind wir unterwegs Richtung Rom. Also, aber danke für die Idee, auf die wäre ich jetzt noch nicht gekommen, ja. Das wäre auf jeden Fall dessenswert, wenn das wieder einmal der Fall ist, gell? Ja. Weil das war nicht nur bei den anderen, das war schon bei anderen Magraph-Units genauso, gell? Und wie gesagt, oder wenn du meine Videos kennst, nachher weißt du auch, oder dass wir schon mehrfach oder auch nicht angesteckte Magraphs, gell, die was auch schon auf Feld produzieren, gell? Die was noch nicht fertig gebaut sind, auch schon. Ja. Ja, pass auf. Unser ganzer Raum innerhalb eines Hauses ist mit Elektrosmog verseucht. Und solche Spulen sind wunderbare Antennen. Es ist jetzt meine Elektroingenieurswissen-Technik.
dass ich sagen kann, diese elektromagnetischen Vibrationen können eben sozusagen induziert werden in andere Spulen und dann zeigt das ja die Elektrovibration an. Du hast ja eher versucht, umgekehrt zu argumentieren, wenn ich eigentlich erwarte, dass da ein elektromagnetisches Feld ist und es ist keins mehr da, habe ich sozusagen den Plasmazustand. Gut, wie dem auch sei, ich finde es toll, was du da alles jetzt gemacht hast und kann nur sagen, weiter so. So, okay, ja. Ja, wir lernen alle noch. Also wie gesagt, oder, wer meint, oder der es heute schon Plasma verstanden hat, also sage ich, schlaf weiter. Ja. Also da gibt es noch jede Menge Aufholbedarf. Gell? Okay, ja, also gibt es hier noch Diskussionen über diese Spulenverschaltungen? Also du hast das ganz wunderbar erklärt, wie dass die Felder sich nicht richtig aufbauen können, wenn da so elektrische Kurzschlüsse sind, ne? weil die ganzen Felder eben zu kurz geraten sind oder zu klein und ganz andere Wege laufen. Und ich denke, das mit dem Feuercoating, das dürfte durch die Bank ein Problem sein, weil wir ja alle wissen, dass das nur ein sehr kleiner Bereich ist, wo man auf dem äußeren Draht mal für eine Sekunde. Und das könnte schon zu lang sein, ja. Wenn man da ein bisschen zu lang drauf bleibt, ist schon, fängt er schon rot an zu glühen. Das ist ja auch nicht gut. Und wie soll denn dann da innen drin diese Temperatur zustande kommen? Das ist eigentlich gar nicht denkbar, ja. Das heißt, wir haben alle dieses Problem da mit dem Feuercoating. Ja, aber gewisse Toleranzbereich hat man schon. Also ich sehe das, wenn ich ich schaue mir ja die innere Spule ja genauso an. Und wenn da oder nicht, du hast vielleicht einen Temperaturunterschied oder von 20, 30, 40 Grad, mehr ist es nicht. Gell? Weil du darfst nicht vergessen, wir arbeiten zum Beispiel mit 1,6 mm Draht und ich mache die Kerndurchmesser, also von einer magnetischen Spule von der inneren Spule mit 6 mm und den Außendurchmesser mit 10 mm. Das heißt, 1,6 mal 2 sind 3,2. Da habe ich 0,8 mm Abstand zwischen der inneren und der äußeren Spule. Und da ist, nachdem Kupfer einer von den besten Wärmeleiter ist, ist da dann nicht wirklich so ein Unterschied. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob jetzt ein anderes Bild zu sehen ist. Ich habe mittlerweile die Datei geöffnet, in der ich diese Reparatur gemacht habe. Wo halt nein, auch es ist noch das Originale geöffnet. Du musst wieder stoppen. Ja, stopp, okay. Ja. Weißt du, was wir überlegen könnten, wäre, ob man vielleicht die Spulen coatet, bevor man sie zusammenschiebt und ein bisschen Abrieb in Kauf nimmt, der vielleicht weniger problematisch ist, als wenn es durchgängig nicht sauber gecoatet ist. Also ich denke, jetzt sieht man die Spulen, die Bilder von der PDF. Ich habe also, hier ist jetzt eben so der Text und die Messungen und hier haben wir dann eben angefangen, die Spulen auseinanderzunehmen. Und man sieht, dass sozusagen hier die innere Draht stellenweise ja, sehr fraglich gecodet ist. Das mag jetzt nicht so ganz problematisch sein aus meiner Sicht, aber es ist einfach Fakt. Ist eigentlich die Nanorisierung, man kann doch sagen, die sind es doch fast selbstheilend, denn die Nanorisierung ist ja ein Prozess, der laufend sich weiter oder der sich weiter bewegt. Kann man doch von sagen, dass die Spuren sich eigentlich selbst heilen dürfen, wenn sie nicht mit der Spitzzange oder sonst was abgehackt werden. Ja, das hat ja der Herr Kescher auch gesagt. Ich würde sogar sagen, wenn man eben, der Kescher hat mir gesagt, wenn man eben in das Ganz, damals hat man ja ganz beschichtet, wenn man in das Ganz dann auch noch Zucker reingibt und ein bisschen Kaustik, dann fördert das natürlich erst recht dann noch diesen Nachcoating-Prozess innerhalb der Spulen. Ja, genau. Also ich habe jetzt hier die Datei von der Reparatur geöffnet
Und hier kann man sehen jetzt, wie ich dann hergegangen bin, habe die innere Spule mit diesem Teflonband umwickelt. Ich habe den inneren auf eine Stange aufgezogen und habe dann einfach ganz fest dieses Teflonband aufgewickelt und so hat man eben diese inneren Spulen, sind dann eben isoliert. Hier habe ich immer eben dann wieder Messungen gemacht zwischen der inneren und der äußeren Spule. Auch nachdem ich das in die Stecker reingegeben habe, habe ich wieder Messungen gemacht. Und ja, zum Schluss halt auch die Anschlüsse mit Silikonschlauch umgeben, sodass da also nichts mehr passieren kann. Ja, Reparatur erfolgreich, Funktion der Patient doch nicht lebendig geworden. Aber da habe ich auch noch, sag mal, gewisse Vermutungen, wie wir ja jetzt immer mehr dazu gelernt haben, dass man eben, dass da vielleicht Interaktionen von Feldern sind und vielleicht eben die Ganzmischung, die eben in den Kugeln in der Mitte ist, noch optimaler gestaltet werden kann, mit stärkeren Feldern aufgebaut werden kann. Das sehen wir jetzt hier mit diesem, ja, wie ich es nenne, Materiereaktor. Und das halt, ja. Woran siehst du das, dass es nicht arbeitet? oder ist es nicht so, dass ein gewünschter Effekt, den man sich quasi, dass der Effekt nicht so ist, wie man ihn sonst von genereller Technik her sich erhofft hat. Und eigentlich der Effekt schon da ist, nur man sieht man nicht. Das kann ja eben so sein. Nun ja, ich meine, ich gehöre zu denjenigen, die ja, in der Elektrotechnik ein bisschen bewandert sind. Und es muss sich ja dann auch der Effekt nachvollziehen oder nachweisen können, wenn in einer da ist. Ne? Ganz, ganz einfache Geschichte. Das ist ja auch der Sinn von dieser Einheit. Nicht nur, dass das da steht und so irgendwie schön blau ist, sondern dass man ja irgendwie da einen Effekt davon wahrnimmt. Okay, ich werde jetzt gerade meine andere Datei öffnen, in der ich jetzt so beschreibe, wie ich vorgegangen bin, um das Ganze zu testen. Moment. So, ihr seht jetzt meine Beschreibung über die Art der Funktionsprüfung, wie ich sie jetzt mit dieser reparierten Magraph-Unit durchgeführt habe. Zunächst habe ich eben mir eine kleine Skizze gemacht und wie ich es eben feststellen will. Und ich habe halt jetzt den Hausstromzähler, den ich also täglich abgelesen habe. Ich habe einen Zwischenzähler, an dem die MPU ist. Und in der ersten Phase hatte ich an der MPU zwei Pumpen dran, nämlich eine Tauchpumpe, die 260 Watt Energie braucht, wenn sie dann läuft, und ein Hauswasserwerk, das dann eben einen zweiten Wasserkreislauf in meinem Haus für Gartenbewässerung und so weiter versorgt. Und ich begann eben dann, das täglich abzulesen. Und ja, man sieht dann eben, wie sich das Ganze dann darstellt. Ich habe also jetzt dann hier das eben eine Tabelle reingegeben und hier sieht man dann die täglichen Verbrauchswerte der Pumpen, beziehungsweise das sind jetzt Werte, ich habe Ende Januar begonnen mit täglichen Ablesungen, dass ich wenigstens ein bisschen was an Informationen habe, bevor ich eben mit einer Magraph da hineingehe. Und ja, nach zwei Wochen Betrieb habe ich jetzt auch ein paar Daten eben über, wie viel Energie wurde eben täglich dann über die MPU verbraucht.
die gelbe Kurve hier sagt einfach, wann war die Makrofunit im Netz und wann war sie nicht. Ich hatte sie eben, nachdem ich sie bekommen hatte, in dem Originalzustand eben ein bisschen im Netz. Und dann haben wir sie eben zerlegt und repariert und dann ist sie wieder am 2. April wieder ans Netz gegangen. Ja, das überspringe ich. Ich hatte hier gedacht, ich hätte hier jetzt einen tollen Beweis, weil ich hatte dann eben an den, also sehr viel Wasser entnommen, ein paar Tage lang durch eben Reinigungsarbeiten mit dem Kercher und habe da gemeint, okay, jetzt hat sich irgendwas gezeigt. Klar ist das bei den Pumpen, das so ähnlich ist wie eben bei einer beim Kühlschrank, dass die Pumpen halt nicht den Tag ganz überlaufen, sondern die laufen an, wenn ein Bedarf da ist. Oder und sind die meiste Zeit sind sie eigentlich aus. Deswegen habe ich dann gedacht, das ist nicht der ideale Punkt, wo ich jetzt so eine Makraf anschließen sollte. Und habe mir dann überlegt, was wäre dann jetzt so ein idealer Punkt. Und bin nach wie vor der Einzige, das vertrete ich auch gegenüber der Cashel Foundation, wenn sie sagen, ja, dann fließt ja der Strom ins Netz ab und solche Sachen, kommen wir später drauf. Ich war der Meinung, dass ich den Strom, der in ein komplettes Zimmer läuft, eben durch die Makraf durchschicke sozusagen. Und dazu habe ich eben eine Steckdose und einen Stecker mir rausgezogen von dem Stromkreis, der für dieses Zimmer zuständig ist. Übrigens bin ich jetzt in dem Zimmer auch gerade, weil in dem Zimmer ist also ständig ein kleiner Verbraucher in Form von der Fritzbox da und dann halt jetzt der Computer, Lampen, Drucker, Laptop und so weiter sind also da eben dann in Betrieb immer. Und habe dann eben zwei Zwischenzähler eingebaut. Der eine, der halt jetzt dann den Strom, das ist die Leistung, die eben in die Makrofunit reingeht. Und der andere, der zählen soll, wie viel Strom aus der in dem Makrofunit ins Hausnetz hineingehen soll. Am Anfang habe ich nicht gewusst, dass man da spezielle Zähler braucht und habe zwei gleiche Zähler beschafft und habe dann gemerkt, dass der zweite Zähler sagte immer, Hilfe, Hilfe, du hast mich falsch rum angeschlossen. Ändere das doch bitte. Ich zähle das genauso, wie du, wenn du das richtig angeschlossen hast. Darauf habe ich einen zweiten Zähler gekauft, der sehr wohl in der Lage ist, eben, so wie bei Solaranlagen, rückwärts zu zählen. Der hat dann nicht gemeckert, der hat gesagt, okay, ich zähle dir das, was du da zählen willst. Aber der Zähler, der hat nichts gezählt. Das ist Fakt. So, das ging dann weiter, Monat für Monat. Und hier wurden die Zahlen dann so leicht dann unübersichtlich, weshalb ich dann eine deutlichere Darstellung gewählt habe. Und zwar habe ich jetzt sozusagen einen 30-tägigen Mittelwert gebildet. Und man sieht jetzt hier in der grünen Kurve den Verlauf des 30-tägigen Mittelwerts. Und während nach dem ersten Monat, das war der Verbrauch eben, ohne dass ich eine Makrofunit dran hatte. Und dann hatte ich jetzt eine Makrofunit da dran. Und nach 30 Tagen fing der Wert an zu fallen und ich hatte dann nach zwei Monaten 17% weniger Durchschnittsverbrauch als eben in dieser Phase. Das fand ich erstmal interessant, weil ich gedacht habe, okay, jetzt hat es angefangen irgendwie zu arbeiten und der Stromverbrauch sinkt. Ja, das hat sich dann einen Monat später zwischenzeitlich hat noch mein Freund Jan eine eigene gebaute Makrofunit nach dem goldenen Schnitt gebaut und auf eine besondere Weise auch ausgestattet. Und zwar haben wir ja erfahren, dass eigentlich das Ganze sehr beweglich sein sollte. Und sehr beweglich ist es, als wenn es in der Flüssigkeit dran ist. Weshalb der Jan es hier geschafft hat, die Spulen sozusagen, also das ist ganz, und zwar hat er hier auch das Liquidsplasma isoliert von den Spulen, aber als flüssiges Material in diese Ringe hineinzubauen. Gut, also hier kam dann noch so eine zweite Einheit dazu. Aber nochmal vier Wochen später ist mein Stromverbrauch wieder auf dem Niveau, wie er eben im Januar war, wieder angestiegen. Und jetzt nochmal vier Wochen später ist er wieder etwas gefallen, pendelt sich also jetzt hier irgendwo ein.
Und ich habe jetzt dann eben jetzt so Anfang September jetzt aufgehört, täglich selber abzulesen, zumindest jetzt diese beiden Werte, weil ich habe mir in der Zwischenzeit ein SEM eingebaut, ein Smart Energy Monitor. Und der Smart Energy Monitor liefert mir pro Sekunde, pro Phase den aktuellen Energieverbrauch und gibt mir dann eben Auswertungen mit Summierung über den Monat, über den Tag, über das Jahr, was ich halt so haben will. Und liefert mir jeden Tag auch jede Sekunde Werte über eine Mail dann an mein Postfach. Genau, also hierüber habe ich sozusagen versucht festzustellen, welche Auswirkungen hat diese reparierte Markgraph-Unit im Haus, angeschaltet eben in meinem Zähler, in meinem Sicherungsverteiler, in dem der ganze Strom, der eigentlich sonst über diese Sicherung in das eine Zimmer gelaufen ist, komplett durch die Markgraph-Unit geschleift wird und gezählt wird, wie viel Strom ist auch durchgegangen. Ja, so ist also jetzt das ausgegangen mit, wie sehe ich eine Funktion jetzt von der Markgraph-Unit in einem Art reparierten Zustand. Gibt es da Fragen dazu? Ja, okay. Ja, ich habe versucht, akribisch das dann irgendwie... Entschuldigung, ich war gerade etwas weg vom Mikrofon, ja, was ich dazu sagen will. Bitte sei mir nicht böse, Toni, aber hör auf mit dem Mäsen. Gebe dir einen Tipp. Hör auf zum Mäsen und hör auf zum Protokollieren. Vertraue darauf, dass der Markgraph funktioniert und nachher wird er wesentlich, wesentlich besser arbeiten. Glaub mir das. Ich habe auch 41 Tage darauf vergessen. Oder nicht vergessen, aber ich habe 41 Tage keine Messung gemacht und da ist es rapide nach unten gegangen. Aber wirklich rapide. Außerdem, Leistungsspitzen oder so habe auch ich wieder drin gehabt. Bei mir ist er schon weiter unten gewesen. Ich war auch schon nochmal auf 8 Kilowatt am Tag und dann ist er wieder hoch auf 12, obwohl eigentlich der Verbrauch eigentlich normal gleichbleibend durchschnittlich ist gewesen und ja. Ich bin mir ja sicher, dass sie funktionieren, weil ich bin auch eben in der Lage, das so, wie es mein Verstand möchte, nachzuweisen, dass eben prinzipiell Markgraph-Units funktionieren. Ja, vielleicht, das könnte ich auch noch zeigen, also wenn Sie Interesse besteht. Und zwar ist es halt so, ich habe ja auch da so eine kleine Vernetzung im Rahmen eben der Cache-Geschichte. Und ein Freund in meiner Vernetzung, der hat tatsächlich eine funktionierende, selbstgebaute K-Unit im Einsatz an seiner Sonnenkollektoranlage. Diese Markgraph-Unit hat er nicht selbst gebaut, sondern die hat jemand anders gebaut und ihm dann überlassen. Und er ist dann ständig mit mir in Kontakt gewesen. Ja, wie kann ich dann jetzt das testen? Wie setze ich dann die überhaupt richtig ein? Und so weiter und so weiter. Wir haben, nachdem er diese K-Unit hatte, zunächst einen Offline-Versuch sozusagen gemacht. Wir haben eine normale 12-Volt-Autobatterie genommen, haben daran eine 40 Watt Halogen Lampe angeschlossen und haben gemessen die Zeit, wie lange es dauert, bis sozusagen die Batterie entladen ist. Ich hätte gern, dass er das mindestens 10-mal gemacht hat, das heißt Batterie entladen, Zeit messen, Batterie wieder aufladen, Batterie entladen und so weiter. Er hat es aber nicht so oft gemacht. Gut, auf jeden Fall hat er dann, habe ich gesagt, so und jetzt, wenn du meinst, es ist die Zeit, schaltest du einfach diese K-Unit zwischen dem Plus- und dem Minuspol dieser Batterie an. Und jetzt machen wir wieder das gleiche Spiel. Autobatterie laden, über die Lampe entladen.
Und da hat sich eben nach 4, 5, 6 Mal halt herausgestellt, dass die Lampe 2 Stunden länger brennen kann an dieser Batterie. Ja, soweit die ersten Versuche. Und jetzt kommt das Interessantere, nämlich er hat bei sich am Haus 2 Sonnenkollektoranlagen. Die eine Sonnenkollektoranlage ist auf dem Dach des Hauses installiert und hat so etwas über 10 Kilowatt Leistung. Und die zweite ist auf dem Dach der Garagen installiert und hat, glaube ich, 4,6 Kilowatt. Und der Vorteil eben bei diesen Sonnenkollektoranlagen ist halt der, dass man ja ständig Werte bekommt über den Ertrag, also wie viel wurde dann an Energie aufgenommen über die Sonne. Und er hat eben für diese beiden Anlagen, die jetzt schon 2 bis 3 Jahre in Betrieb sind, tatsächlich statistische Auswertungen über diese 2 bis 3 Jahre. Das habe ich auch, ja. Ja, wunderbar, genau. Und jetzt kommt eben, was passiert. Ich glaube, ich muss jetzt mal ein paar Sachen mal schließen, sonst verliere ich die komplette Übersicht in meinem PC. Was passiert? Und zwar... Ich blende gerade mal um an den Bildschirm. So, also wir haben jetzt hier die Ertragswerte von 2013, 2014, 2015 und jetzt halt eben auch 2016. Die 16er kann man nur bis zur Hälfte sehen, gell? Ja, ja, okay. Verkündet. So, gut. Was sehen wir? Das ist jetzt die Auswertung inklusive Juli, die wurde Anfang August gemacht. Und das Interessante ist jetzt hier unten diese grafische Darstellung, weil er hat von einer Messstation in seiner Gegend einen Wert über die Anzahl der Sonnenstunden, die eben gewesen sind. Und mit der Anzahl der Sonnenstunden kann ich den kompletten Ertrag halt neutralisieren und wetterunabhängig machen. Und das hat er ja immer schon auch ausgeführt. Und eben in dieser Darstellung hier unten rechts hat man sozusagen die Kilowattstunden pro Sonnenstunde. Und wir sehen halt jetzt im Januar liegt es halt so, im Februar halt so, im März so, 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 so. Und mit den verschiedenen farbigen Balken hat man die verschiedenen Jahre. Also man hat hier sozusagen das jetzt hier aktuell über 4 Jahre jetzt. Das ist das vierte Jahr jetzt, also in der jetzt die Werte eingefahren werden. Durch diese Neutralisation, wie gesagt, macht man das Wetter unabhängig. Das heißt, es spielt keine Rolle, ob der Monat jetzt verregnet war oder nicht verregnet war, sondern der Ertrag wird normalisiert. Und jetzt ist jetzt hier Folgendes gewesen. Er hat eben so im Februar etwa, hat er diese MagRav-K-Unit an dem Akku-Pack von dieser kleinen Solaranlage angeschaltet. Und wir sehen hier den roten Balken im Februar. Er ist ein klein wenig schon höher wie die anderen Balken in den Vorjahren. Wir sehen das Ganze im März und er ist deutlich höher als jetzt die Balken eben in den Vorjahren im Monat März. Wir sehen es im April und er ist auch deutlich höher als in den Vorjahren.
nach diesen 3 Monaten hat mein Freund sich entschieden, hat gesagt, oh, ich weiß nicht, kommt es wirklich durch diese Car-Unit, durch diese Cache-Anlage? Ich schalte die gerade wieder mal ab. Ich will einfach wissen, was passiert jetzt, wenn ich die Unit abschalte. Also im Mai keine Car-Unit an der Anlage. Und siehe da, der Ertrag ist jetzt im normalen Niveau. Ab Juni hat er die Car-Unit wieder dazugeschaltet. Und ja, es ist jetzt nicht so markant wie jetzt im März und April, aber die Ertragswerte sind die höchsten von all den 4 Jahren, die es zuvor gegeben hat. Ein kurzer Tipp an dieser Stelle, Toni. Wenn man den MacGraf an- und abschaltet, also disconnected und dann wieder connected, dann sollte man die schütteln, weil das ist sozusagen eine Neukalibrierung dann der MacGraf. Deshalb sind vielleicht nach dem Abschalten die Werte nicht mehr so auffällig wie vorher. Ja, danke für den Hinweis. Wir haben da noch mehr Überlegungen jetzt dazu. Ich komme jetzt, das ist jetzt ein Effekt, wo man sagen kann, okay, verstehe ich. Da ist eben jetzt eine MacGraf-Unit da und es ist, sind tatsächlich höhere Ertragswerte zu sehen. Kurios ist jetzt Folgendes. Dazu muss ich nochmal die Datei schließen und andere Datei öffnen und sharen, nämlich die Erträge von der Sonnenkollektoranlage, die auf dem Hausdach angebracht sind. Und da sehen jetzt die Werte. So aus. Ich muss das nochmal ein bisschen kleiner machen. Also hier haben wir die gleichen Auswertungen von der größeren Solaranlage. Sie ist, hat jetzt, die hat glaube ich 10,9 kW. Und wir haben wieder diese Kurve über, oder diese Grafiken, diese Balkengrafik über die. Über die Auswertung neutralisiert, eben pro Sonnenstunde. Obwohl diese Anlage in keinster Weise verbunden ist mit der kleineren Anlage, passierte hier genau das Gleiche. Februar erhöhte Ertragswert, März erhöhte Ertragswert, April erhöhte Ertragswert, Mai abgeschaltete Unit, normaler oder mittlerer Ertragswert, Juni erhöhte, also der höchste Ertragswert und Juli auch der höchste Ertragswert, also gegenüber den Vorjahren. Jetzt habe ich mich gefragt, okay, was geht hier eigentlich ab? Wir haben praktisch 2 getrennte Anlagen, die vereinigen sich eigentlich nur hinter dem Wechselrichter, wo halt dann der Strom eingespeist wird. Aber haben sonst in diesem Gleichstrombereich, wo sich ja dann die MacGraf-Unit bewegt, keinerlei Verbindung. Ich habe dann gefragt, okay, wo stehen denn deine Akku-Packs? Da hat er gesagt, also die Akku-Packs, die stehen 2 Meter voneinander. Dann habe ich gesagt, okay, also die einzige Möglichkeit, die ich sehe, dass es da eine Verkopplung gibt und eben hier eine Gleichlauf bezüglich der Ertragswerte, ist eben ein Feld durch diese K-Unit, die sich eben auf beide Akku-Packs auswirkt. Und dadurch diese Werte zustande kommen. Ich habe zwar mit ihm dann darüber diskutiert und versucht, ob wir noch einen anderen Versuch machen können, nämlich, dass wir eben die K-Unit trennen von der, von dem Akku-Pack, von der Solaranlage und separat aufbauen, so in dem Sinn Autobatterie, K-Unit, Verbraucher und stellen diese Einheit zwischen die beiden Akku-Packs. Und wenn jetzt dann diese Einheit ein Feld aufbaut, wirkt es sich auch wieder auf beide Akku-Packs der Sonnenkollektoranlagen aus und müsste dann auch wieder die erhöhten Erträge zeigen. Und es wäre eindeutig nur eine Feldauswirkung, die wir dann sehen würden, weil es keine physikalische Verbindung geben würde.
Also soweit sind wir noch nicht im Moment. Wir haben jetzt in dem Monat August ein Problem. An der kleineren Anlage ist der Wechselrichter kaputt gegangen und wurde ersetzt. Und in dieser Zeit gab es halt keine Werte. Und deswegen ist die Auswertung nicht sehr signifikant für den Rest der Tage beziehungsweise auch für die andere Anlage. Also, aber für mich ist das, weil das ist nicht beeinflussbar durch irgendwas, sondern das sind knallharte Fakten, die einfach eben aufgenommen worden sind und die zeigen tatsächlich Situationen mit K-Unit, Situationen zwischendurch ohne und wieder mit K-Unit. Und deswegen ist das für mich so der knallharte Beweis, ja, es funktioniert. Vielen, vielen Dank, Toni. Also ich sehe hier jetzt im Chat, die ganz viele Leute sind so nicht so an technischen Daten interessiert. Und ich denke, wir gehen vielleicht mal ein bisschen auf die Fragen ein, die noch von sonstigen Publikum gestellt werden. Der Günther ist da ziemlich nervös, der will da schon länger eine Frage stellen. Günther, soll ich dich mal vielleicht kannst du mal Hand heben, dann promote ich die Panelist. Ich bin schon hier drin. Da Günther ist schon herum, ja. Alles klar, dann leg mal los, Günther. Servus, grüß euch zusammen. Entschuldige meine Ungeduld, aber ich dachte, das geht bis um halb so. Und dann bin ich draußen und ich bräuchte dringend eine Antwort bezüglich. Vorige Woche ist vorgestellt worden, dass man Wasser aus der Lunge mit einem Bett aus Zinkoxid rausziehen kann, beziehungsweise wegbekommt. Und meine Mutter hat das zufällig gehabt. Also ist jetzt im Spital damit und wenn sie heimkommt, möchte ich das machen. Und da ist aber gesagt worden, dass beide Beds gleich sein sollten. Und das ist für mich ein bisschen komisch. Ich dachte immer, das sollte ein Bed unterschiedlich sein. Vielleicht weiß da jemand was darüber. Die Pads jetzt wo genau? An welcher Stelle angelegt? An der Lunge war das, glaube ich, ja. Genau, genau. Also am ganzen Rückenbereich hat die, glaube ich, irgendwas gesagt. Ja, also ich von mir her täte gucken, was die Ursache ist, denn das Patch, das hilft unterstützend. Allerdings ist damit die Ursache ja nicht gefunden, woher das Wasser kommt. Und oft ist so, ich spreche da von Erfahrung her, dass viele Medikamente das auch verursachen, dass sie organschädigend sind. Und ich weiß ja nicht, was ist denn bei dir der Fall oder was ist bei dir am Start? Also meine Mutter hat ziemliche Herzschwäche gehabt und hat jetzt herzstärkende Mittel bekommen, aber im Spital, die haben gesagt, dass es sein kann, dass sich das Wasser wieder nachbildet. Und ganz zufällig, ich habe geglaubt, ich höre mich nicht richtig, hat Kesche genau dieses Thema am nächsten Tag im Teaching gesagt. Und da habe ich gleich gesagt, boah, das muss jetzt sofort her. Also wenn sie es am Herz gehabt hat und Medikamente genommen, dann wurde sie durch die Medikamente zum Bluter gemacht. Das heißt, das Blut kann nicht weiter gerinnen. Und die Folgeschäden sind wahrscheinlich auch das Wasser in der Lunge. Also ich von mir her hätte empfehlen, dass sie die Medikamente weglässt, denn die machen sie weiterhin zu Bluterinnen und das ist organschädigend. Auch Folgeschäden können dadurch entstehen. Also diese Tabletten täte ich empfehlen, weglassen und dann kann man mit ganz arbeiten. Also man kann jetzt zum Beispiel... Entschuldigung, dass ich da jetzt inzwischen reinfahren muss, aber bitte, wir sind alle keine Ärzte. Und niemals in einem öffentlichen Teaching, was jeder selber macht, ist jeder seine eigene Verantwortung. Ja? Und auch ich bin ein absoluter Gegner, wenn es darum geht, ich bin absolut kein Freund nicht von der Schulmedizin. Gell? Aber jetzt nur einfach pauschal irgendwas zu behaupten, dass man lass die das Medikamente ist das ich ist. Ich spreche hier von Erfahrung, auch von mir her, das ist eine Empfehlung. Eine Empfehlung ist kein Tun, du musst es, sondern ich spreche eine Empfehlung, also von mir her, und ich kann auch vom Bekanntenkreis davon sprechen, dass es dementsprechend so war. Also ich spreche von etwas, was so war. Das ist nicht irgendwo. Es geht hier rein um rechtliche Sachen. Also wenn du jetzt sagst, du würdest es so machen,
Dann ich tilte das, genau, man muss so, ich tilte das so machen. Ja. Es ist eine Empfehlung, gut, dann spreche ich davon, wenn ich das so hätte und ich hatte das bei mir so, dann tilte ich das so machen, dass ich hinsichtlich der Medikamente, die einen Patienten dahingehend zum Bluter macht, hätte ich von mir her empfehlen, diese Medikamente weglassen. Und auch hinsichtlich dem Wasser, das könnte ein Folgeschaden sein, was dadurch entstanden ist. Und diese Medikamente hätte ich weglassen und hätte dahingehend auch mit Gans arbeiten. Und von Erfahrung her ist das, sage ich jetzt mal, man merkt in jedem Fall eine Besserung und dahingehend haben sich die Patienten auch gebessert. So. Okay, danke. Also du würdest es so machen, klar ist, dass wir keine offiziell Empfehlung. Ja, ist schon klar. Ich weiß, wovon ihr sprecht. Ist schon klar, sonst stimmt. Ist in Ordnung. Ich weiß, wovon du sprichst, Joe. Ist alles in Ordnung. Deswegen habe ich vorher das auch formuliert. Ich spreche von meinen Erfahrungen her. Genau. Und auf Günther, auf deine Frage zurückzugehen. Es ist ja natürlich die Frage, was genau individuell jetzt mit der Lunge ist und wo und in welche Richtung der Fluss fließen sollte. Generell, was du machen kannst, ist halt von hinten nach vorne. Und das kannst du natürlich auch mit unterschiedlichen Massen oder mit unterschiedlichen Mischungen erreichen. Aber das Gans oder die Pest einfach um den Körper rum, das bringt auch schon was. Auch wenn das jetzt die gleiche Menge ist oder die gleiche Feldstärke. Also man kann, wie Herr Kesch das ja gerade erst im öffentlichen Workshop gesagt hatte, man kann auch einfach zwischen zwei Behältern von CO2 Gans sich hinsetzen. Und das hat auch schon auf jeden Fall einen Effekt. Ja, das stimmt mal. Ja. Nur war ja das im letzten Teaching am Donnerstag, nicht? Ja, heute ist Dienstag. Am Donnerstag direkt von Kesche angesprochen worden. Und man sollte das auch versuchen und sollte das dann auch ihm berichten, wenn das so gelungen ist. Nur ist da eigentlich nur von Zinkoxid ganz die Rede gewesen, vorne und hinten gleich. Und das hat mich ein bisschen verwundert und deshalb die Fragestellung. Darf ich nochmal fragen, woher die Herzschwäche kam oder woher die kommt? Sorry, darf ich kurz mal die Frage aus meiner Sicht beantworten vom Günther? Ich habe in meinen Aufzeichnungen stehen, mit CO2 und Zinkoxid ganz sollen die Patches hergestellt werden für die Lunge, wo das Wasser drin ist. Er hat aber kein Verhältnis dazu gesagt. Also CO2 und Zinkoxid hat aber, wie gesagt, ich habe nicht aufgeschrieben irgendein Verhältnis, nur einmal am Rücken, einmal am Bauchraum und die Patches müssen sehr groß sein. Er hat aber auch nicht dazu gesagt, wie groß. Und Herr Kesch hat auch erwähnt mal, dass das sowohl das Herz als auch die Lunge die Organe sind, die für Emotionen zuständig sind. Das heißt, gerade bei emotionalen Erkrankungen leidet das Herz und die Lunge, während er die Verdauungssysteme und andere Organe mehr für körperliche Beschwerden, für körperliche Ursachen sind. Und auch da dann kann man auf jeden Fall seine Aufmerksamkeit hinlegen, was es für emotionale Probleme oder Ursachen haben könnte. Und da ist ja dann auch das Zinkoxid und CO2 da genau richtig. Also, wenn du jetzt sagst CO2 und Zinkoxid, also gerade heute habe ich unsere Gansammlung wieder einmal genau verglichen und so weiter, weil wir schreiben das auch mit und auf die Behälter dort, wo wir die verschiedenen Gansorten dann abfüllen, schreiben wir auch dazu, was mit welcher Methode das produziert ist worden. Also, wenn es jetzt heißt, eine CO2-Zinkoxid-Mischung, würde ich sagen, so über den Daumen gepeilt, eine circa 50-prozentige Mischung erhält man, wenn man definitiv eine stromlose CO2-Gansproduktion macht mit einer zwischengeschalteten LED. Das ergibt nicht ein schneeweißes und es ergibt aber auch kein relativ graues, was das reine CO2 ist, sondern eine Mischfarbe dazwischen. Ja. Und somit ist eigentlich diese Mischung automatisch schon gegeben. Ja, aber das vorne verstehe ich nicht.
Günther, er hat eigentlich von 50-50 gesprochen, so, das hast du schon richtig im Kopf mit den großen Pads. Und wie zuerst schon gesagt worden ist, so Trauerbeklemmung, das ist einfach Lunge, Lunge eigentlich Herz und die Nieren sind da meistens betroffen. Und da in dem Fall ist ja schon gesagt worden, dass bei Herzschwäche taucht es auch neben Blutverdünnern immer wieder auf, dass einfach zu Wasseransammlung in der Lunge kommt. Wir wissen, Wasser zieht Wasser. Das heißt, ein ganz einfacher Tipp dazu, auch die Füße mal einfach in einer CO2-Zink-Wasserbecken einfach rein oder in einen Kübel, dann zieht es auch raus. Das ist zusätzlich. Super, weil natürlich super. Auch die Gravitation nach unten einfach wirkt und wir wissen das ja auch von Gebäudereinigung. Und wenn wir den Tipol vom Wasser umdrehen, dann geht es wieder runter. Und da bringen wir Spannung nach unten und dadurch geht es natürlich, wenn wir die Aufmerksamkeit natürlich da mit reinlegen, gib deiner Mama den Tipp oder setz dich zu ihr hin, atme mit ihr. Sie kann die Hand auf das vegetative Nervensystem, auf den Solarplexus legen und nur ihre Füße spüren und die Atmung beobachten. Dadurch geht die Aufmerksamkeit runter und es geht noch schneller raus. Genau so, das wollte ich noch ergänzend sagen, aber perfekt, passt schon. Danke. Habt ihr das? Sehr, sehr lieb von euch allen, danke vielmals und entschuldigt meine Ungeduld. Aber bei sowas muss ich eben. Nein, ist keine Frage. Wenn da speziell die Mutter mit solchen Sachen im Krankenhaus liegt, oder wo wir die Möglichkeit haben, oder solche Lösungsansätze zu bieten, ist keine Frage, dass solche Fragen gehen definitiv immer vor. Deswegen sollte sowas noch einmal sein. Gell? Also bitte ganz dringend einfach ins Wort reinfallen und sagen, oder, bitte, da geht es um eine wichtige Geschichte. Also das wird, glaube ich, dann jeder einsehen. Günther, Entschuldigung, ich wollte noch ergänzend dazu sagen, ich weiß nicht, wie weit du vom Familienkärntner weg bist, aber wie du ja weißt, wir haben jetzt momentan mehrere Mini-Health-Units gebaut. Das ist jetzt gerade mir eingefallen oder zugefallen, dass man das mit einer Mini-Health-Unit genauso eventuell versuchen kann, weil Schaden tut es auf keinen Fall. Wenn du Lust hast oder so, ich würde sie dir leihen und wenn das, ja, wie gesagt, ich bin halt diese Woche, bin ich die ganze Nacht in Rom und wir kommen erst nächste Woche zurück aber wenn du dich an mich wendest, kannst du dir ja mal kurz ausleihen oder wenn du willst. Also danke, das ist sehr, sehr, sehr nett, gell? Danke allen, dass Sie gleich so eingesprungen sind. Bei mir geht es momentan auch überhaupt nicht, weil meine Mutter wird wahrscheinlich übermorgen nach Hause kommen und da haben wir noch einiges zu organisieren. Aber ich werde mich vielleicht sogar an dich wenden, Joe. Danke vielmals. Ja, bitte sehr. Habt ihr das versucht mit diesem Atmen durch die Strohhalme, also mit dem, was Herr Cash, wo Herr Cash darüber gesprochen hat, mit dem CO2-Zinkoxid ganz, dass deine Mutter da durchatmet, das Inhalieren? Ja, das habe ich gestern erst zusammengebaut, ja. Es ist momentan sehr mit der Zeit knapp. Ich bin nach der Arbeit sofort immer im Spital und komme jetzt spät abends nach Hause. Aber ja, das habe ich gestern gemacht und schon mit Zink gefüllt. Das ist das der nächste Schritt. Danke. Okay. Und man kann es halt auf alle möglichen Weisen anwenden. Also wie war ja gesagt, ein Bad oder ein Fußbad. Dann auch löffelweise alle paar Stunden oder was dieses flüssige Plasma schlucken. Dann auf die Haut auftragen, die Pads benutzen, die Inhalierungsmethode, die möglicherweise vielleicht sogar noch das Wichtigste ist. Und natürlich diese Makro-Heileinheiten. Also ich würde einfach alles machen, alles was ihr könnt. Mario, könntest du bitte einmal das mit dem Strohhalm erklären? Das habe ich noch nicht verstanden und im Netz finde ich das irgendwie nicht. Also Herr Kersch sprach davon, dass, also es war ja damals schon die Information mit diesem Heilbecher, dass man dort, sagte Herr Kersch, gerade wenn es um emotionale Probleme geht und um die Lunge, dann ist das noch effektiver,
als das daraus zu trinken, ist es das daraus zu atmen. Also die Luft, die quasi in diesem Heilbecher, diesem Cup of Life, diese Luft zu atmen. Und neulich sprach Cash davon, eine Röhre oder ein Strohhalm in Ringelform mit eben den ganz zu füllen, oder er sagt eine starke Mischung. Und die Luft, die da durchgeht, natürlich die Luft natürlich ist natürlich nicht in direkter Verbindung, in direkter Berührung, aber die Luft eben, also es geht darum, nicht nur das Wasser zu informieren, das Feld auf Wasser zu übertragen, sondern das Feld auf die Luft zu übertragen, die man atmet. Darum geht das. Und dann nimmt man das direkt in Gasform eben, in der Sauerstoffform, die man einatmet, direkt in die Lunge auf. Das lässt sich sogar relativ einfach und sehr, sehr schnell umsetzen. Und zwar auch ich habe das einmal gemacht. Und zwar, ich habe so eine Art Wasserpfeife gemacht. Und zwar, ich habe da 1,5 Liter Plastikflaschen genommen. Die habe ich ungefähr 2 Zentimeter vom Boden ein Loch reingeschnitten, das dann mit Heißkleber verklebt, dicht verklebt. Und einen Schlauch circa 6 Zentimeter hoch nach oben gemacht und bis circa 2 oder 3 Zentimeter unter den Schlauchende mit Liquid Plasma bzw. Ganzwasser von CO2 befüllt und da braucht man nachher nur durch den normalen Schraubverschluss durchatmen, nachher zieht man die Luft von außen durch das Liquid Plasma durch und so wie eine Wasserpfeife normal funktioniert. Das ist eine Duftlampe gekauft. Und in diese Duftlampe gebe ich Liquid Plasma rein und dann wird die Luft selbst geschwängert vom Dampf des Liquid Plasma. Auch eine relativ einfach nachzuvollziehende Methode. Oder überhaupt nur aufkochen oder so, gell, und inhalieren. Alles geht es. Viele Wege führen nach oben, gell, oder da gibt es mehrere Möglichkeiten. Joe, hast du eine Anleitung für die Verbindung der Mini-Health-Unit? Für die Mini-Health-Unit, für die Verbindungen habe ich extra keine, aber das kann man herausnehmen aus der großen Health-Unit. Da braucht man eben nur 2 Stecker machen. Gell? Also es werden die Verbindungen vom äußeren Spulenkreis zum äußeren Spulenkreis, vom inneren Spulenkreis zum inneren Spulenkreis und auf der linken Seite habe ich die Plasmabatterie, auf der rechten Seite keine Plasmabatterie und dort, wo keine Plasmabatterie ist, noch einmal eine weitere Spule, die dann in den sogenannten Sink beziehungsweise in den Salzwasserbehälter abgeleitet wird. Also das ist eigentlich der Aufbau. Sonst für die Mini-Health-Unit habe ich sonst auch keine Bauanleitung, sondern da nehme ich nur die Originale her, von die was in die Blueprints zu finden ist. Mal eine Frage, was ist denn generell Thema Miniaturisierung erfolgt? Weil mir ist aufgefallen, dass der Douglas, als er sah, seinen Generator vorgestellt hatte, der hatte auch eine ganz kleine, dünne Spule da gehabt. Und bei den 4-5 Kilowatt, die er da über seinen Generator laufen lassen hat, habe ich das Ding im Grunde betrachtet als so eine Art Sicherung, dass eben nicht die Spulen von den Magrafs durchbrennen, sondern eher dieser kleine Draht. Und der ist eben nicht durchgebrannt, sondern sukzessive selber nano-gecoated. Deshalb denke ich, wir können vielleicht mal davon abkommen, dass wir hier mit 14 Gauge bzw. 2,5 Millimeter Drähten arbeiten oder mit 1,5 Millimeter Drähten arbeiten. Vielleicht können wir dazu übergehen, deutlich dünnere Drähte zu verwenden, um die Magraf zu bauen. Hat da jemand schon Versuche mitgemacht? Ich habe von jemandem einen mit 0,8 mm Draht habe ich bekommen, ja, aber wie die Funktionsweise, ob der jetzt mehr oder weniger arbeitet, weiß ich nicht. Ja. Miniaturisierung, wird sicher irgendwann einmal ein Thema sein, ja, aber
Momentan scheint es so, dass es nach wie vor ausschlaggebend ist, wie viel Oberfläche das ich habe. Und wenn ich dementsprechend viel Nanoschichten, also unter einem Rasterelektronenmikroskop, weißt du auch genau, wie die Nanoschichten ausschauen. Also das ist so Zickzackwald, also so ein Nadelwald. Und da scheint es mir eher sinnvoll, wenn wir da noch nicht in Richtung Miniaturisierung gehen, sondern dieses Format beibehalten. Ich kann es aber, das ist jetzt nur meine persönliche Vermutung. Also ich beobachte natürlich auch diese QXY-Leute. Und die sind auch dabei zunehmend eben dünnere Däte zu benutzen und kleinere Units, miniaturisierte Units zu bauen. Und ich denke, das ist auf jeden Fall etwas, was es zu erforschen gilt. Wir haben hier in Oberösterreich verschiedenste Makrafs mit von 0,8 1 mm und auch diese laufen tadellos mit normalen Einsparungen. Doch mal ein Wort. Ja, ihr kennt ja die ganz kleinen Ausführungen, so im 2-Euro-Bereich. Sind ja auf der Cache-Testimonial-Seite drinnen. Nee, weil wir machen ja jetzt wieder so ein Magraf-Marathon und meine Jungs haben entgegen meiner ausdrücklichen Anweisung wieder 2,5 mm Draht gekauft. Ich habe gesagt, es geht also mindestens auch mit 1,5 mm Draht, aber okay. Man bleibt bei Gewohnheiten. Die Spanier sind sehr traditionell. Aber ich würde eben auch mal jetzt daneben, ich habe hier so, was ist das, wo habe ich das her? Das war, glaube ich, irgendwie so Ethernet-Kabel. Litzenkabel, die sind also noch viel dünner. Da könnte man wahrscheinlich in so ein, weiß nicht, könnte man ein Magraf mitbauen, was vielleicht nur 5 cm hoch ist. Und mal gucken, wie das Ding funktioniert. Da ist nur mit Nanocode mit Feuer schwierig. Weil ja, aber nur muss ich dazu sagen, versucht das einmal zu machen. Gell? Also für mich nicht, nein. Also ich. Alles, was kleiner ist, ist wie mein Handteller, ortet schon ein bisschen sehr Feinmotorik aus. Also. Also das auch noch, dein Handy ist noch keine Uhr. Weil du weißt Nein. Ja, inzwischen gibt es Uhren, die haben volle Handyfunktionalität. Ja, ja. Ich kann da nur beipflichten, also ja, es wird einfach zur Primelarbeit, aber wie du ja sicher auch spürst, wir sind bald weg von den Spulen. Genau so ist es. Deswegen sage ich, wenn wir in Richtung Miniaturisierung gehen wollen, ja, also dann würde ich sagen, bauen wir unser Bewusstsein auf und erzeugen mit unserem Geistfeldern, ja, weil das funktioniert nämlich genauso. Und das ist eigentlich, wenn man zurückdenkt auf die ersten Blueprint-Teachings, da hat der Herr Gesche gesagt, wir werden euch zuerst diesen Weg zeigen, dann werden wir euch zeigen, wie wir die Geräte verkleinern werden und zum Schluss werden wir euch zeigen, wie wir ohne Kupfer auskommen und zu allerletzt werden wir die Felder dann mit unserem Geist machen. Also da bin ich sofort wieder dabei. Aber so Spulen in 2 € Größe oder ja, ist nicht meine Welt. Ja, er hat uns auch gesagt, dass es gibt Leute wie die Europäer und die Amerikaner, die wahrscheinlich immer noch mit Kupfer und so weiter arbeiten müssen. Andere, die ein bisschen höheres entwickeltes Bewusstsein haben, die arbeiten dann wahrscheinlich mit Liquid Plasma und die es wirklich geschnallt haben, die brauchen gar nichts mehr, wie du schon sagtest, Joe, die machen es mit ihrem Geist. Da habe ich noch ein Beispiel zu, also ich bekomme manchmal Bilder und nach einiger Zeit sehe ich, dass die sich auch materialisiert haben
Und ich hatte vor, das ist schon etwas länger her, Bilder gesehen, wie irgendwann, ich sag mal, die Cache-Technik aussieht. Und das waren ganz kleine Teile, die zum Beispiel in jedem Elektrogerät drin waren. Auch zum Beispiel bei Glühlampen. Also da kann man sich so ungefähr vorstellen, bei einer Glühlampe, wie klein das Teil war. Und wie gesagt, jedes Gerät, was wir bedienen wollten, hatten diese kleinen Teile. Und ich habe gesehen, wie man das ein- und ausschalten konnte. Da war aber es gab keinen Schalter, keinen klassischen Schalter, obwohl man diese Schalter auch benutzen könnte, wenn man möchte, das aber nicht notwendig ist. Und der bedient hat, hatte auch nichts in der Hand. Also das ist dann über den Geist passiert. Und wie gesagt, das ist alles so klein geworden, dass man, das war wie eine Größe von einem Chip. Und also wo ich das gesehen habe, war mir total klar, dass das irgendwann so sein wird. Und ja, bin ich überzeugt davon, ja. Vielleicht zum Toni. Ich weiß nicht, ob das jetzt, wo der Toni vorhin einmal diese Tagesauswertung gezeigt hat. Ich habe es auch im Chat geschrieben. Aber irgendwie, weiß ich nicht, habe ich das Gefühl, dass ich es doch nochmal sagen sollte. Das hat mich erinnert an ein EKG. Und das, wo ich mich gerade sehr viel mit beschäftige, ist der Körper. Und wie die ganzen Körperfunktionen, also gerade Herz, Lunge und Gehirn, aber auch das ganze Zellsystem, wie das ineinander wirkt. Und für mich ist klar, dass der Körper ein Generator ist. Und wenn ich den Körper verstanden habe, zumindest ein bisschen, dann weiß ich auch, wie ein Generator funktioniert. Und ich beschäftige mich auch gerade seit einer Woche auch mit der Theorie der Plasmafelder. Und ich muss sagen, mir sind so ein paar Dinge klar geworden, auch wie gesagt, wie der Körper funktioniert, aber anders als die Schulmedizin es erklärt. Und gerade wo ich das, wie gesagt, dieses scheinbare EKG gesehen habe, das war kein stimmiges EKG. Irgendjemand schrieb auch von wegen, da sind Rhythmusstörungen drin. Das war also für mich auch sehr deutlich. Also es war stimmig, dass da Rhythmusstörungen drin sind. Und dann kam so, da muss defibrilliert werden. Das heißt, da muss der Rhythmus muss verändert werden, was auch immer das heißen mag, das weiß ich gerade nicht. Und durchs Defibrillieren macht man, ja, ich sag mal, plasmatechnisch gesehen vielleicht einen Neustart. Ich weiß nicht, ob das für irgendjemanden ein Hinweis ist oder irgendwas Stimmiges ist. Christiane, du sprichst mir jetzt momentan gerade absolut aus der Seele. Ja? Wir haben letzte Woche auch jemanden bei uns bei der Truppe dabei, ja, und der hat gesagt, der braucht nur einen Startfunken, also einen, so wie du gesagt hast, einen Defibrillatorfunken, beziehungsweise ja, und oder vielleicht einen göttlichen Funken, ja, das auf jeden Fall, ja. Aber ja, wunderbar, wie du das gesagt hast, ja. Also ich glaube, dass wir können uns ganz viele Dinge hier auf der Erde, die in der Materie schon sind, als Beispiel nehmen. Aber dieses Beispiel ist immer nur ein Konstrukt. Und aus diesem Konstrukt, aus diesem materiellen Konstrukt, müssen wir ein paar Etagen höher und in Plasma denken. Und also das versuche ich seit einer Woche, nicht mehr in Materie, sondern in Plasma zu denken. Und also ich merke, dass sich in meinem Denken was verändert. Ich bin auch noch meilenweit von entfernt, aber es verändert sich was. Und immer wenn ich ich beschäftige mich auch gar nicht damit, sondern ich lasse es fließen. Ich lasse die Information einfach fließen. Das heißt, ich gehe in die Stille und auf einmal habe ich ein Bild, manchmal habe ich einen kleinen Film und manchmal habe ich einfach einen Satz oder ein Wort im Kopf. Und mit diesen Dingen kann ich dann unheimlich viel anfassen, weil das sind alles Puzzleteile. Und desto länger ich das mache, desto mehr synchronisiert sich bei mir. Und vielleicht ist das nochmal irgendwie ein Tipp für euch, auch mit dem Defibrillator. Und so ein Punkt noch, auch da weiß ich nicht, was das bedeutet.
Ich habe irgendwann mal in einem Workshop, da ging es um den Generator, der ist erklärt worden. Und alle waren, also es war so das Rätsel, Mensch, warum funktioniert es nicht? Und da kam bei mir die Info rein, ihr müsst doppelt verschalten. Also irgendetwas doppelt verschalten oder schalten, wo ich gedacht habe, und das hörte sich so an, sehr irrational, von wegen, ich habe doch schon einmal irgendwas verschaltet oder verbunden. Und es kam, nee, es muss zweimal gemacht werden, also doppelt. Und was das bedeutet, weiß ich nicht. Und ich hoffe, dass das nicht aus dem Ego rauskommt. Aber vielleicht ist auch das vielleicht für den einen oder anderen nochmal ein Hinweis. Danke. Christiane, hör weiter auf deine innere Stimme. Du bist auf dem richtigen Weg. Wir werden sehen, aber ich glaube auch, zumindest für mich. Da ist gerade im Q&A-Bereich, wann geht es mit dem neuen Semester der deutschsprachigen Schulungen an? Rainer, vielleicht hast du irgendwelche Informationen? Ich habe leider keine. Also ich müsste jetzt selber nachgucken auf der KFSSI-Webseite, wann das neue Semester anfängt, aber es sollte jetzt im September anfangen. Und dann werden wir eben auch nicht wie ich ursprünglich geplant, also das ist anders geplant, der sagt, es sollte dann ein oder zwei private Schulungen pro Woche geben. Und ansonsten gibt es eben die internationalen Schulungen für alle Studenten. 19. September ist er geschrieben. Klar, also dann gehen am 19. September die deutschsprachigen privaten Schulungen los. Kann man da dann auch neu einsteigen oder ist das mittendrin und man wartet lieber bis Anfang des Jahres, bis das irgendwie neu losgeht? Also wer jetzt noch nicht eingeschrieben ist oder so, dem würde ich empfehlen, sofort einen Antrag auf Education, auf der Education-Seite zu machen, weil da auch der Security-Check noch gemacht werden muss. Und die anderen, die das jetzt schon durchwandert haben und auch einbezahlt haben, die können dann sofort auf die Cloud dann auch zugreifen. Ja, es herrscht relative Ruhe. Wir haben es 21.29 Uhr. Joe, was meinst du? Feierabend für heute? Ja, ich glaube auch, dass wenn nicht noch dringende Fragen sind, würde ich sagen, dann schließen wir diese Sitzung. Und für Donnerstag, da möchte ich dich eventuell bitten, oder dass du das Teaching übernimmst, weil ich in Rom bin. Also ich hatte nur Workshops Stress mit Bergdorf Internetanbindung, aber das ist jetzt erledigt. Ich bin wieder in meinem Büro. Okay, danke dir dabei, gell? Also wir planen übrigens den nächsten Magraf-Marathon für Ende dieses Monats, haben aber die Erfahrung gemacht, also wir hatten letztes Mal eine gemischte Gruppe aus Deutschen und Spaniern, dass wir A, diese Gruppen vielleicht trennen sollten, also wenn genügend Deutsche kommen, dass wir dann zwei unterschiedliche Lokalitäten haben und B, dass das Niveau der Leute sehr, sehr unterschiedlich war. Das heißt, wir werden jetzt dem Konzept auch von der Plasma-Akademie folgend so einen Anfängerkurs anbieten, wo erstmal so ein bisschen auch theoretische Grundlagen näher erläutert werden und wo man dann eher so die Hells-Geschichte abarbeitet, also
Heilungsstifte, Heilungspflaster und so weiter und so fort, Ganzherstellung und dann darauf aufbauend eben im zweiten Kurs, wo dann eben wirklich Magraffs gebaut werden. Zu diesem Zweck, ja, genau das, diese Problematik haben wir auch, ja, beziehungsweise auch der Bastian in der Plasma Akademie. Deswegen haben wir eigentlich schon vor 3 Wochen haben wir die Basisschulung, wo Ganzproduktion, wo Feuercoating, wo sehr, sehr viel Basisinformation in Videoform zusammen ist, fertig gedreht, und das sollte eigentlich in ein, maximal 2 Wochen sollte das fertig sein, und da haben wir nachher wirklich ein super Schulungsmaterial, eventuell auch außerdem, dass jemand da schon ein bisschen ein Basiswissen hat, also ist wie jemand da, der auch das kommt immer wieder vor, dass Leute da, ja, das muss ich jetzt machen und das muss ich lernen, ja, und hat eigentlich noch relativ wenig Basisinformationen gehabt. Ja. Deswegen. Also wir versuchen hier möglichst viel Praxis zu machen. Das heißt, also unsere Ansicht ist eigentlich, wenn man Theorie wissen will, da gibt es so viel Theorie im Internet, das kann man sich vorher schon anlesen oder aneignen. Die Theorie, die wir hier vermitteln, ist, dreht sich die Bohrmaschine rechts rum und links rum. Also so ganz basische Informationen, die wir geben. Also Workshop bedeutet für uns wirklich, da wird gearbeitet. Und die Leute, die nehmen sich was mit nach Hause, was sie sich selbst geschaffen haben, beziehungsweise eben, was wir im Vorfeld vorbereitet haben. Also so ein Magraff-Kit zusammenzubauen, was wir vorliefern. Das dauert je nach handwerklichem Geschick so maximal 4 Stunden. Und da geht es dann um so Sachen wie das Niveau von den Stackern möglichst parallel zu halten, indem man die Schrauben ein bisschen weiter hoch oder runter schraubt und die Drähte richtig zu verdrahten. Also das sind im Grunde Sachen, die kann jeder lernen. Und wir hatten auf unserem letzten Magraff-Kurs, der Jüngste war 13 und der Älteste war 80. Der hat übrigens mit uns gemeinsam seinen Geburtstag und seinen 60. Hochzeitstag gefeiert. Und sein Kompliment an uns war, dass das der schönste Geburtstag in seinem ganzen Leben war. Ja, okay, aber das sind jetzt private Unterhaltungen. Ich glaube, das können wir so auch machen. Ja. Ich sage danke für die Teilnahme. Ja. Wir beschließen die Sitzung hier und wir sehen oder wir treffen uns am Donnerstag wieder. Ja. Danke sehr und tschüss. Tschüss.